Ich werde heute öfters den hier machen. Und so, wundert euch nicht, ich bin schon bewaffnet mit Nasenspray und so ein Gedöns. Weil ich habe eine echt extrem zu Nase und Nebenhöhlen und schieß mich tot. Ja, wie immer. Er hat seine Nase nicht unter Kontrolle. So, der Livestream baut Rettner sich auf. Oh, Rettner Oberwarte Zombie Raider. Kennst du es noch? Ja, ich weiß. So. Okay. Der Zombie Raider nur fährst geradeaus in der Runde, dann bist du genau in Kelben. So, starten wir mal. Oh. Und wir begrüßen Pedro Player 100. Nein, nicht Pedro. So. Hoffentlich geht das auch heute alles hier. Die Straße hoch, oder? Ja. Downloading Mission, please wait. So, muss ich noch hier Spieleaufnahme. Das hat sich bei mir auch noch keine Informationen. User joined your channel. So. Ich bin es, Hillbilly. Oh, Gott. Es hat uns doch gefunden. Scheiße. Ich find's großartig. Schnell weg hier einfach. So, findet er jetzt hier Arma? Wurde gekickt. Oh, Cheater. Hidi auf dem Fahrerplatz. Ah, er nimmt Arma noch nicht auf. Scheiße, warum nimmt der Arma nicht rein? Ach, weil es die 64-Bit endet. Ah, fuck. So. Herzlich willkommen, Michi Feiger, auch am Start. Sind die wiederkehrenden Gesichter. So, machen wir Arme. Oh, ich darf nichts in den Chat schreiben. Wieso das? So. Bist du live oder was? Hä? Ja, ich gehe live, Alter. Ich gehe live, aber irgendwie will das Spiel. Hallo, ich bin der Billy. Ja, aber das Spiel wird immer noch nicht angezeigt. Ja, ich habe auch gerade das Problem. Oh, warte, du fährst gerade um mich hier rum. Argo, benimm dich. Ich muss nochmal, das Bild. Er findet das Bild nicht. Warum findet er das scheiß Bild nicht? GeForce Treiber, mach doch. Bestimmtes Fenster, beliebige Vollbild. Ja, mach mal so. Vielleicht klappt es jetzt so, wenn ich so mache. Er will Arma nicht Let's Playen. Was soll denn die Scheiße? Ich glaube, das liegt an der Bitwürstchen, oder? An der was? So, mach ich's anders. Machen wir einfach Desktop-Aufnahme. Scheiß was drauf. Das muss aber eigentlich gehen. Das ist doch bekackt, ist das doch. Also, er nimmt es. Bestimmtes Fenster erfassen. Fenster im Vordergrund mit Hotkey. Nein. So, Arma 3. So, Arma 3. Hat er. Drücke ich drauf. Drücke ich da drauf. Drücke ich aufs Spiel. Wird's nicht gezeigt. Also machen wir Desktop-Aufnahme. Scheißegal. Bildschirmaufnahme. Da haben wir's. Zack. So, okay. Jetzt müssen wir die nur noch anpassen. Dann haben wir's gleich korrekt. Es tut mir leid, Leute. Das sind mal wieder die lustigen kleinen Spielereien, die ich hier immer wieder machen muss. So, zack. So. Und zack, jetzt gucken wir mal. Das ist ja witzig. Ey, ohne Scheiß, ich kann Arma 3 nicht in OBS. Er kennt Arma 3 nicht. Auch wenn ich nur Desktop-Aufnahme habe. Da war irgendwas. Meinst du? Ja. Ah, jetzt ist es da. Es hat nur ein bisschen gedauert. Es ist da. Jawohl. Es funktioniert. Okay. Boah, das war ja bescheuert gerade. Ich muss jetzt kurz überlegen, was ich hier noch hatte für ein... Achso, das war ja hier. Okay, alles klar. Was ist denn jetzt eigentlich der Plan? Was ist Tacheles? Was machen wir hier? Das ist die Frage, ne? Erstmal musst du Redguard in die Familie einladen. Ich will... Ja, lad mich mal in die Family ein. Wer ist denn das hier hinter mir? Redguard. Wenn ich dem jetzt ins Gesicht schieße... Brauchst du auch einen Sniper-Visier? Ja. Ja. Ich dir mal eins holen, weil ich hab mittlerweile 6000 Respekt. Ja, mach mal. Ich hab gar keinen Respekt. Und du machst, denkst echt, du machst mir jetzt hier gerade Angst, oder was? Wenn du hier rumschießt, wer ist denn das hier noch daneben? Das ist halt geil. Wer ist denn Fixie Hartmann? Kennt man Fixie Hartmann? Nee, Billy, den Arsch kennt keiner. Achso. Echt, heißt du Fixie Hartmann? Ja. Ich war kurz davor, dich zu erschießen. Das kannst du hier nicht. Fällt das schon. Okay. Gibst du mir das gerade oder was? Ja, liegt vor dir. Wie konnte ich ihn jetzt einladen? R6. Ja, genau. Und dann ja.
Auf das 8G. Oh, sehr schön. Muss ich... Das 8G war es gewesen, stimmt. Ja. Und dann eine gescheite Waffe, ich brauche eine gescheite Waffe. Wir kaufen. So ist schön. Oh ja. Mit rechter Maustaste ist auch Luft anhalten, ne? Nein, Shift, links Shift. Nein, wenn ich rechte Maustaste gedrückt halte, im Visier, also ich drücke einmal Visier und dann drücke ich noch die rechte zum Gedrücken, also dann atmet der. Dann ist ja, okay. Krass ja, unterwegs. Links Shift. So, mischen, lass eine Mission machen. Ah, ja. Da oben, 38 okay. Units, da können wir doch ordentlich was töten. Was jetzt? Ich hab's vergessen, die ist zu schwer. Warum? Die war gestern auf 64. Was, 64 die Einheiten? Ja, kommen immer mehr Einheiten. Ja, aber guck mal da, die eine Einheit bei den anderen Missionen. Hier, komm, dann machen wir die 6 Einheiten da unten bei, was ist das? Ja, Old Car. Ja, genau, Old Car, genau. Ey, brauch ich immer eine gescheite Waffe. Wem gehört das Auto hier? Leise, ey. Auch eine kaufen. Was? Oder wir fahren in die Basis. Dann hast du auch eine. Aber ich weiß nicht, ob du Munition hast. Irgendwas baue ich halt. Guck mal, ich bin total getarnt, mich sieht kein Schwein. Huhu. Ach so, ich kann mir jetzt... Geh mal, wenn an der Leiche bin. Ich habe nur 2 Magazine A10 Schuss, aber ich denke auch, dass ich dann bei den Leichen genug kriegen werde. Hier, Redguard, hast du schon auf? Hast du schon auf? Als Passagier rein. So. Alle drin? Wo ist denn die Basis? Wo ist denn die Base? Wir haben noch gar keine Base. Oder eine Safe. Oder leckt. Oh ja, ne? Glaub, das lag nicht an mir, er leckt selber, ne? Der Gaze ist halt schon gebaut. Virus, was spielst du eigentlich? Teres. Fünf war das, ne? Für Ohrstöpsel, ja. Ja. Oh. Ja. Das ist so viel angenehmer. Ja. Man kann immer noch nicht Fahrzeugsounds und Schüsse voneinander trennen, ne? Ja. Ich dachte, es wird alles leiser. Schüsse war, ich glaube, der gleiche Panel. Ja, ich meine, wenn man's selber runterregelt. Aber das gab's doch bei Arma 2 noch nicht, ne? Diese Möglichkeit mit den Kopfhörern. Die Ohrstöpsel? Nein. Nee. Das ist erst durch Arma 3 gekommen und ich hab's auch nur kennengelernt durch altes Live. Ja. Durch Arma 2 ist halt viel mehr Möglichkeiten dazu gekommen. Ja, aber bei altes Live war es auch so, da hast du irgendwas unten mit SDRG und oder Shift und irgendeine zusätzliche Taste gedrückt. Damit die Ohrstöpsel reinkamen. Ja, nee, das kommt auf die. Oh, Redguard, ja, fahr mal ordentlich. Auf was für Tasten? Ruckel ist gerade tierisch. Ja. Ich hab hin und her geschaltet, ne? Niedrigste Einstellung und das hier ist jetzt auf Ultra. Immer habe ich um die 60 FPS. Ich hab 100, das ist perfekt. Warum hast du 100? 22. Weiß ich nicht. Ein Bauhaus-Truck. Achso, der ist escaped. Okay. Was ist der? Der Bauhaus-Truck ist gerade weg. Achso. Von der Karte verschwunden. Das ist frech. Ja. Für die lustigen Zuschauer da draußen und die das auch später sehen werden, ihr könnt jederzeit hier mit auf den Server kommen und mitspielen. Alles Wichtige steht unten in den Informationen drin. Der Server gehört uns, hat der Benson aufgelegt. Alter, fährst du hier durch Bäume, Alter. Du bist ja geisteskrank. Also jeder, der das hier sieht, kann gerne mitspielen. Der Server ist noch relativ neu, aber einfach, wenn ihr den Arma 3 Launcher benutzt und unter Suche Impuls eintippt, dann findet ihr den. Also, und wir sollten sagen, lasst euch nicht abschrecken wegen dem hohen Ping. Unser ja. Server steht an der Westküste. Da hat Benson irgendwann mal ein Riesenangebot geschossen und hat sehr, sehr günstig einen High-End-Server gekriegt. Und ja, wir haben hier im TeamSpeak haben wir auch einen 160er Ping, aber ihr merkt ja keinen Delay oder sowas, oder? Also jetzt hier Hilly und so. Delay. Nee, ne? Es ist einfach nicht gegeben. Nur halt einfach der Standard-Server-Delay. Ja, von Millisekunden. Ja, ja. Ja. Das ist aber gar nichts. Nee, das ist ein sehr, sehr stabiler Server und auch hier, also wenn ich gleich im Teamspeak sagen würde, ich lehne mich links, ich lehne mich rechts, dann werdet ihr das relativ synchron sehen. Also da ist dieser hohe Ping eigentlich scheißegal. Ja. Du kannst auch einfach, wenn du in die Serverliste gehst, also bei M und dann noch Spieler, geh auf einen Namen drauf, dann siehst du den Desync. M, du siehst überall die Spieler, Ping, aber du siehst die Desync
Und die ist das Wichtige. Ja, 0, 0, 0, 0. Und wenn 0 da steht, hast du halt einfach. Ist halt keine Verbindungsprobleme. Was sehen wir denn da? Was ist denn das hier? Agumon Senpai, Gopnix, was ist das denn? YouTube, bla bla bla. Was ist das? Das ist ein Clown von Leuten von mir. Du hast keine Leute, du hast Impuls. Da, warum hast du sowas in deinem Profil stehen? Ihr habt sowas nicht. Klar. Das ist ein Heli. Den nehme ich. Ich hab. Ja, hab ich heute Mittag schon einen. Bremst mal. Ey, was? Ich hab den anderen. Ja, ich flieg dahin. Ich nehme den mit. Das sind noch 1000 Meter. Achso, ich komm mit. Ich komm wieder. Markier's hier, wo wir sind. Ja, warte, kurz. Nicht so wie vorhin. Ja, okay, ist markiert. 5 Minuten danach ein Heli gesucht. Direkte Kommunikation, Fahrzeug. Welche, das war das denn? Hallo. Hört ihr mich, ihr kleinen Pisser? Ja, wir hören dich. Okay, ich wollte es nur testen. Ja, warte, falsche Taste. Hä, wo schalte ich das jetzt um? Kannst auch mit dem Auto ranfahren, ne? Lalalala. Lalalala. Oder auf Distanz. Wer kann denn das Geschütz steuern? Ich bin im Geschütz drin. Achso. Ja, ich finde die ganze Steuerung halt wieder so umständlich. Ja, und es regt mich gerade einfach wieder voll auf, dass man das alles so ätzend machen muss. Ich will aber auch ein bisschen mit meinem Sniper schießen. Wo sind denn die Leute? Ja, und links von uns. Ah ja, ich seh's. Nice. Bleib mal stehen. Ich leg mich unter das Auto. Ich steig aus. Oh ja. Natürlich. Einer lebt noch. Warte, lass ihn mir. Er hat auf uns geschossen. Wer denn? Wo ist er denn? Wo fliegen eure Schüsse hin? Ich sehe gar keinen Gegner. Tot. Alle? Das Auto. Lol, was ist da gerade explodiert? Nein, einer lebt. Ah ja, einer da links. Ich hab ihn, oder? Was ist denn hier los? Ich hab ihn, aber es wird mir nicht angezeigt. Links neben der Kirche war einer. Ich hab ihn. Ja, genau da. Der ist tot. Aber auf den habe ich doch geschossen. Ja, der hat getötet. Was? Wo steht das? Ich sehe nichts. Hab ich irgendwie einen Chat? Hab ich den Chat deaktiviert? Wo kann das denn sein? Eigentlich nicht. Oder, ach so, warte mal, weil ich Fahrzeugkanal habe. Scheiße, wo schalte ich denn das jetzt wieder um? Ach, leck mich doch. Punkt. Sag ich doch. Pommel. Seiten, direkte. Da kommt der David, Achtung. Seitenkanal. Nee, ist das ein Seitenkanal, was an sein muss, damit ich sehen kann? Warte, ich steig mit ein. Hallo. Das ist eigentlich egal, ich hab direkte Kommunikation an. Alex, du bist immer noch nicht in der Ding. Ich wurde noch nie eingeladen, oder? Doch, wurdest du. Wurde ich? Ja, ich steig gerade erst ein, bleib mal locker. Auf Familie gehen. Ich will keine Familie. Wir sind deine Familie. Keine andere. Und warum kann nur Redguard Leute einladen? Warum nicht alle? Die in der Familie sind? Weil er ihn erstellt hat. Ach so. Weil ich der Beste bin. Ja. Kannst aber den Rang erhöhen. Eigentlich. In der Kiste ist nichts. Ist ja traurig. Das Auto ist gelockt. Ah, jetzt ist was in der Kiste. 9834. Das Auto haben will, 9834. Oder weißt du das? Weil es gerade oben stand. Oben links. Dann 9834. Was braucht ihr nochmal? Ach ja, da. 762. Toll, gibt's gar nicht. Wer hat denn hier diese lila Scheiße hingeschmissen? Ach was. In den Leichen ist sogar Geld drin noch, ne? Sieht man das? Oder wo sieht man das? Großer Rucksack. Unten links steht drin, dass da Geld drin ist. Ach da. Warum lockst du dein Auto? Ja, weil er nicht will, dass einer von uns wegfährt. Das ist dieses Ossi-Dasein. Dagegen kannst du nichts machen. Das ist. Als ob jetzt hier jemand kommt, der uns jetzt irgendwie. 50 Jahre habe ich gewartet auf ein Auto, jetzt habe ich eins. Hier ist noch ein Entfernungsmesser für den Fall, dass den einer braucht. Was? Hier ist noch ein MG, ein Sniper. Ja. Kommt das nicht ran? Ich bleib mit meinem bei meinem Sniper. So, jetzt klauen wir mal Munition dazu. Redguards Auto. Haut rein, Leute. Wollt ihr mit oder was? Ja, ich will das Auto noch voll machen. Nein, das war ein Scherz, ich steig aus. Ich renn mal zurück und hol mir mal den Heli. Den Heli.
Das hier war auch gelockt, oder was? Nein, kannst du nehmen. Das ist, ja. Ja, alles klar. Fahre ich mit dem Trabant hin und hol mir jetzt den Heli. Und dann fahre ich zu der Mission, wo 31 Leute sind. Ich bin halt nicht so eine Pussy wie ihr. Aber mit dem... Wenn mit dem großen Rucksack hat, kann er die Waffe mitnehmen. Ey, hier mit dem Geschütz und dem Fahrzeug von Redguard sollten auch 30 Leute gar kein Problem sein. Das nicht. Auf Distanz ist das machbar, aber musst du mit mehreren solchen Fahrzeugen ankommen. Warum sind dann unsere Fahrzeuge im Arsch? Höchstwahrscheinlich, weil die garantiert die Raketenwerfer haben. Was? Ja. Hör auf! Ich flieg da jetzt gleich rüber. Ja, okay. Hast, bist du tot. Ich mach das. Ja, ist okay. Nö. Der Redguard hat ja genug Geld. Ja. Wir sind ja eine Familie. Der Rundgarten. Du bist immer noch nicht in der Familie. Doch. Ja? Nein. Okay, doch, ist er. In der Familie also, bin ich, aber in der Gruppe noch nicht. Ich bin automatisch in der Gruppe drin. In der Gruppe. Na, in der Gruppe. Zusammenhalt, Solidarität, kennst du nicht. Scheiße, warte mal, habe ich den Punkt hingesetzt? Solidarisch. Ah, da. Ich habe den Punkt ein bisschen versetzt. So. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, schneller zu bremsen? Nein. Auch witzig, ich roll gerade mit meiner Maus rechts im anderen Monitor den Dings hier, den Chat und alles hoch und runter. Ah, das auch? Ja, habe ich auch das Problem. So, dann wollen wir mal. Die startet immer irgendwelche Spiele. Ja, da muss man echt aufpassen, dass man nicht auf, auf Steam kommt. Alex, du hast noch eine Einladung. Die Frage ist, woran es liegt. Ja, nehme ich gleich an. Ich versuche gerade, einen Heli zu starten. Wow. Ach, Quatsch, keine Opern. So, geschafft. Weil er nicht in der Gruppe drin ist. Achso. So, ich nehme es an. Party. Join. Ja, hab ich gerade eingeladen. Hätte ich auch. Jetzt ist sehr schön. So. Welche Mission? Ich guck mir jetzt die böse Sache an. Die 38er da oben? Ja. Da will ich jetzt hin. So drauf gehen. Okay, warte mal, da will ich da hin. Der David ist doch drauf. Wo ist denn der David? Für ein großes Airfield? Was hab ich? Nee, ich meine hier, wo wir jetzt Richtung großes Airfield fahren. Also. Ich hab ja leider nicht viel. Oh, der Heli hat nicht viel Sprit, sehe ich gerade. Der hat nur 20 von 242. Ja, das sind 20 Liter. Ja. 19. Alter, der verbraucht fast im Minuten. Ja, noch nicht mal im Minutentakt, sondern so alle 20 Sekunden 1 Liter. Das wird ein bisschen ärgerlich. Ich bin noch 6 Kilometer entfernt. Ich versuche alle Klappen zu schießen. Auf 2000 Meter Distanz. Den habe ich schon zumindest. Ja, wir haben noch 114 Schuss, kein Problem. Noch ein Ersatzmagazin drin eigentlich? 114.1. Entweder ist ja, ein Zusatzmagazin ist eins drin, ja. Oder ja. Das ist verbuggt wie bei dem Jet gestern. Okay. Oh fuck. Na, die fette Mission! 30 Leute töten! Ich verstehe nicht euer Problem. Wir fahren hoch zu der großen Mission. Seid mal nicht solche Pussys. Wenn will man noch Action oder nicht? Außerdem machen wir da Erfahrung. Ja, das stimmt. Nicht so richtig viel. Und wenn er eventuell noch mit einem zweiten Heli hinfliegen, der Geschütze hat? Ich bin nur noch 20 Kilometer davon entfernt. Nee, sind nur noch 2,4 Kilometer und ich habe noch 13 Liter. Das ist mein Untergang. Also in der Theorie könntest du jetzt schon nach Petrovka fahren und Alex abholen gehen. Warum? Meinst du, dass ich gleich abkacke? Ich gehe davon aus, dass du gleich runtergeholt wirst und du in Petrovka dann spawnst. Ich bin noch 1,3 Kilometer entfernt. Oh scheiße, die sind direkt auf dem Berg, oder was? Ja. Ja, oben auf dem Berg. Da ist so ein kleiner Wald. Dazwischen ist so ein Gang. Ja, ich gucke gerade, wo hier die Gegner sind. Ich sehe keine. Dann lutz mich mal ein bisschen, bitte. Mach weiter. Dann lande ich da hinten. Du bist fast drüber. Jetzt müsstest du so langsam die ersten Gegner sehen. Scheiße, ich sehe sie. Und oh Gott, sind das viele. Oh Gott. Ich sind, glaube, auf 1200 Meter Entfernung. Ich lande hier hinten. 1500? Ja, ich würde mal sagen, das ist eine Stufe 2 Mission. Also achso, ich dachte, das wäre eine höhere. Die schießen aus, wenn du nee, schießt. Nee, das ist eine Stufe 2 Mission. Sobald sie dich im Visier haben, ziehen sie auf. Also nein, Digga, die haben mein Heli haben sie nicht angegriffen.
Das ist aber hier ganz schön am Kartenende, wo ich gerade bin. Keine Raketenwerfer. Dann sind die ab Stufe 3 Missionen aus. Oder Stufe 4. Hör ihn dir an, wie er schon hier Plan hat wieder von dem Scheiß, weißt du? Genau. Nein! Ich bin zu schnell gelandet. Oh, fuck. Und ich glaube aber, der war schon beschädigt. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, ja. Oh, fuck. Weil das Ding ist, Heli und ich wurden gestern vom Raketenwerfer geschossen. Okay, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Scheiße. Nächste wäre Pet drauf geoutet. Du spawnst ein Stary. Ja, ihr habt ja gesagt, ihr holt mich ab. Ist ja gar kein Problem. Stary Sober da. Unten ist eine extrem schwere Mission gespawnt. Warum, wo wollt ihr übers große Airfield fahren oder was? Wir wollen dich jetzt abholen. Ja, aber guck mal, oben ist die Mission, oben sind meine Sachen. Ich müsste eigentlich von Krasnostav oder sowas dahin. Kann ich Krasnostav anwählen? Nein, kann ich nicht. Was ist noch da oben? Behrens ist hier hinter euch. Das, wo du ganz oben, der oberste Spawn ist halt Petrovka. Ja, muss ich Petrovka spawnen? Ja, das ist der oberste Spawn. Du hast aber keine Waffen dabei, ne? Doch, eine Pistole habe ich dabei. Ja. So. Pistole und hier gibt's ein Auto. So, also hole ich mir das Auto und fahre zu meinem Loot. Ich höre gerade nichts. Scheiße, wo war Fallschirm? Ach, Leertaste. Hier sind mega viele Autos. Ja. Ja, klar, sind überall so viele. Ja, aber wer hat gesagt, dass er keine Autos findet? Die Pseudo. Ey, sag mal, was hat der denn geraucht? Der ist wahrscheinlich irgendwo im Feld rumgelaufen, wo keine Autos sind. Im Feld sind auch keine Autos direkt. Ach ja. Was dieses Lost Battalion? Eine Mission, die fehlgeschlagen ist. Ach so. Gemacht hat. Ach so. Missionen sind immer irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten. Schätze ich mal. David, du bist in. Wie war das mit dem der Ifrit, ne? War der schnellste Wagen. Ifrit ist der schnellste. Ich bin auch so fit, kannst. Okay. Was? Oh, ich bin auf dem Airfield. Wenn wir ihn finden, müssen wir ihn töten, ne? Heli? 3081 Meter Entfernung. Der ist in die Mine von dir gelaufen, wahrscheinlich. Ah ja, ja, ja. Was? Wovon redet ihr gerade? Siehst du es im Chat echt nicht? Halleluja, was geht bei Fixie Hartmann? Hilly hat überall auf der Map irgendwie mal Minen verteilt und ja. Nee, Alter! Die kannst du überall finden und deswegen die Akte wieder machen. In Stary hab ich viele verteilt. Stary, sind Stary 3000 Meter? Ja? Da hat gerade Geld wieder tun. Ja, das passt. Stary sind 3000 Meter, das ist perfekt. Weil gestern habe ich der Red Guard nie gemacht, das hat das Auto gemacht, jetzt erschieße mal. Ich dachte gerade, der Reifen ist kaputt, wir haben keine Räder dabei. Eine Toolbox, aber keine Räder. Keine Rewe dabei. Keine Rewe-Tüte dabei. Weißt du, der Redguard hat ja auch nur wieder Angst, weil es sein Fahrzeug ist. Aber er steckt voll mit Kohle, wie immer. Es ist immer das Gleiche. Immer dieses nicht anderen Leuten gönnen wollen. Scheiße, wir können schlecht zum Trailer fahren. Ich weiß nicht, ob man da einen Reifen kaufen kann. Hast du einen Linksdrall oder so? Ja, hab ich. Das ist echt scheiße. Das ist für Leute aus Dresden selten. Aber das hat echt gedauert bei euch. Das lag nur am Delay im nicht vorhandenen TS. Genau. Eigentlich sind die viel klüger. So, warum ist denn da mein verfickter Heli abgeschmiert? Ich habe Schaden bekommen wegen dir. Ja, ich habe aber auch nicht drauf geachtet, ob der irgendwas hat, aber. Ihr habt Duct Tape dabei, vielleicht hilft das. Ne, jetzt ohne Witz. Kannst du es ins Inventar mal legen? Kannst du ausprobieren? Könnt ihr mal probieren. Ich hab die Toolbox schon mit. Achso, brauchen wir noch eine Toolbox oder was? Ja, Toolbox brauchst du immer. Ich sehe gar nicht, wie fit mein Fahrzeug ist. Mit dem ich gerade unterwegs bin. Ne, es gibt aber doch so Anzeigen, ja. Aber ich glaube sowieso, ich habe irgendwie Anzeigen gekillt bei mir hier. Oh, Frau Heide. Nee, ich wüsste auch nicht, wie ganz anders. Hä, hast du es doch nicht? Doch, ich hab's schon. Warum liegst du es nicht in den Inventar? Jetzt. So, ich bin noch 600 Meter von meiner Leiche entfernt, alles gut. Weil du jetzt fährst, kann ich es nicht raus. Oh. Oh, na toll. Das Auto ist im Arsch. Was killt bei David? Dame, hallo, Julia.
Ich glaube, der war ein Starry, ja. Hast du da auch gerade irgendwas hingelegt? Oder? Ja. Das verstehe ich nicht. Steig mal aus. Warum heißt du eigentlich David? Ich glaube, mein PC heißt so. Ach so, okay. Mein Profil, was dein PC ist. Ja, mein PC heißt wirklich Alex Vendetta. Und deiner heißt Agumon Senpai? Nein, ich habe ein anderes Profil. Aber der PC von Hilly heißt Fixi Hartmann? Kannst du mal bitte den von wem hast du den abgekauft? Warum? Na, von einem Herrn Fixi Hartmann. Genau. Ach, das hat echt gerade ganz lang gedauert, das Wortspiel. Ohne Scheiß. Fixi Hartmann. Okay. Ist nicht witzig. Das dauert ein bisschen. Ja, nee, ist gar nicht witzig, weil. Ich meine, das reparieren gerade. Ach so, nee, ich kenne jemanden, der heißt mit Nachnamen Hartmann. Deswegen, schöne Grüße, Herr Hartmann. Ich auch. Ja, siehst du, deswegen ist das gar nicht so lustig. Ich dachte gerade so, Heli hat in irgendeinem so Gebrauchtwarenstand, hat da so seinen PC abgeholt. Alex macht wieder Dampf, das ist gut. Funktioniert nicht. Kannst wieder vorne. Ich mache nicht nur Dampf, ich sorge ja dafür, dass hier komplette Helis abschmieren. Komplette Helis. Warum kann ich eigentlich, kann ich eigentlich Chaos geben? Virus nicht einladen. Weil er es ausgestellt hat. Weil der David heißt. Und nicht einladen. Weil der David heißt. Wir können abschießen und kriegen Punkte. Das ist gut. So, wo ist meine Leiche? Ja. Hier ist explodierte Heli. Oh. Hoffentlich ist beim explodierten Heli auch immer noch eine Leiche irgendwo mit am Start. Ja. Achtung, Stein. Liegt da noch. Ja, ich weiß. Das ist auch nicht mehr normal, so zu fahren. Meine Leiche liegt hier. Oh, ich kann repairen. Ups. Der ist komplett am Arsch, der Heli. Ja, ist er auch. Repairen. Aber ich finde meine Leiche nicht. Manchmal sieht man. Kann auch sein, dass sie ein Stück weggeflogen ist. Ja, tolle Wurst. Soll ich mal das Gras deaktivieren? Hier ist sehr hohes Gras. Ich sehe doch gar nicht, ob hier. Wenn du Dateien aus deinem Ordner, dann kannst du hacken. Nee, ich meine, du kannst doch in der Grafikeinstellung kannst du einfach Gras auf schlecht oder Minimum machen. Ja. Dann ist das doch nicht so. Ja, aber du hast einen Gili an, das ist trotzdem noch so. Ja, stimmt, hast recht. Fuck! Ihr kommt ja in 3000 Metern zu mir. Ja. Wir fahren sehr, sehr langsam. Edgar, wenn du jetzt noch gegen jeden Baum fährst, dann bin ich rot. Ich fahr gerade, ne? Weißt du, wie scheiße schwer das jetzt zu fahren ist, Hilly? Ja, wer hat's denn kaputt gemacht? Flip, vielleicht liege ich ja da unter. Flip. Scheiße. Ich fahr 70. Wo soll ich denn da hingeflogen sein? Ah, hier immer die Panzer. Ich guck nochmal direkt auf die Karte. Oh, warte mal. Hier ist mein Todeszeichen. Dann machen wir mal das hier raus. Ja, nee, das ist ja genau hier. Na, tolle Wurst. Der ist hier irgendwo explodiert und ich finde meinen Leichnam nicht. Ab wann verschwindet der? Ja, ich noch 38. Warte mal. Ich hab uns alle gerade fast getötet und ich habe die Räder kaputt gemacht. Bleib mal stehen. Ich sehe die Gegners, aber ich sehe mich nicht. Ja, ich habe gerade was gefragt. Jetzt möchte ich auch mal eine Antwort, Kinas. Was war die Frage? Verschwindet mein Leichnam irgendwann? Irgendwann bestimmt. Aber eigentlich müsste ich ihn jetzt noch nicht finden, so schnell, ne? Okay. Nicht so schnell. Das war meine Frage. Ja, wie kommen wir jetzt wieder hoch von der Zeit? Von der Dino? Ein Insta-Dog nehmen. Ja, Insta-Dog und sowas. Ja, hab ich auch noch. Aber ich glaube, sowas hast du nicht. Ja. Es kam mir auch vor, dass ich weiter hier hinten eigentlich gelandet bin. Aber so weit kann er doch nicht fliegen, 68 Meter, oder? Obwohl, ist alles möglich. Denk mal an die alte Live-Explosion, wo wir irgendwie 3 Kilometer durch die Luft geflogen sind. Das ärgert mich jetzt total hier. Fast gekillt, ey. Was? Dich hat noch nicht gekillt? Aber vielleicht findet ja einer von euch meinen Gilly. Hat mich fast gekillt, war nicht. Hier, dich? Was denn? Oh, ihr hockt doch in dem Auto auf dem Airfield, oder? Nein. Nein. Na, viel Spaß, Virus, viel Spaß. Ja. Achso, okay.
Das da wird der andere sein. Frontal voll gerammt, ey. Der Minentreter wird er sein. Und der ist ganz schön böse auf den David. Auf, steig ein. Ihr schießen jetzt. Okay, ich versuch das jetzt wirklich mal, ne, mit dem. Oder liege ich da unter? Du brauchst echt nur ein Ducktape, um komplett das Auto zu reparieren. Na guck, was ich gesagt hab. Ja, das da vorne, ja. Der hat abgebrochen einfach so. Ich dachte, das wird nicht funktionieren. Ah, fuck! Ich versuch das jetzt mal mit der Grafik. Grafik. Gelände, Anzeige, da. Bäume. Gras deaktiviert. Okay, das ist nicht gerade schön. Deaktiviert. Sieht jetzt sehr schlecht aus. Cheatet er wieder? Nee, das deaktiviert ist einfach so, dass es. Ja, keine Ahnung, es sieht einfach aus wie ein riesen Pixelbrei, aber. Also es ist immer noch Gras, ne? Aber man kann es nicht mehr rauchen. Das ist voll für den Arsch. Was mach ich denn da? Hier steht ein Heli rechts. Sieht einfach ein Heli. Den kannst du aber nicht starten. Außer ich fahr dagegen. Also gegen den Baum. Weil der in den Baum hängt mit dem Rotor. Achso. Welche waren eigentlich die coolsten? Da gab's auch Unterschiede, ne? Arrowhead-Bäume. Bei diesem AZA. Alle Bäume und Gras. Arrowhead-Bäume und Gras. Da gab's Unterschiede. Deaktiviere ich mal den Scheiß hier. Ob ich dann mehr sehe. Weil du kannst hier schön snipern normalerweise auf die Entfernung, würde ich denken. Digga, ihr sollt erstmal herkommen und mir helfen. Du bist doch tot. Ich bin doch hier. Der steht doch da hinten. Sag mal, deswegen ist euer Land auch zugrunde gegangen, weil ihr gedacht habt, die sind alle tot. Ey, da vorne ist die Mission. Wenn du dorthin fährst, Akku, da sind wir gleich tot. 500. Nein, wir sind nicht tot. Wir sind auch gleich tot. Na guck mal, da kriegt der Redguard schon Panik, ne? Aber mir nicht helfen wollen, das sind die Richtigen. Der kriegt Panik, morgen. Weil das sein Auto ist. Ja, natürlich kriegt er deswegen Panik. Er kann nicht teilen. Wenn nicht. Ich kann nicht weinen. Ja, aber da waren die alle vorhin. Doch, links, da liegen sie alle. Ja, der leckt mich nicht, wie scheiße. So, ihr müsst hier oben unbedingt alle mal mitsuchen. Wir suchen den Leichnam der 9-jährigen Anne. Anne liegt hier irgendwo. Wir müssen jetzt hier mit Hunden und mit drei. Nein, Alter. Ey, du bist so scheiße. Du bist echt so scheiße. Falls Sie Beschwerdemails an Virus schicken wollen, dann machen Sie das bitte an virus@npd.de. So, hier ist, Alter, sehen hinten die Bäume kacke aus, ich muss das wieder ändern. Hier ist, ne, kaputt. Ja, das ist ein kaputter Heli. Hier ist aber keine Leiche. Ja, aber die muss hier ja sein, hier bin ich ja gestorben, Fixi. So, aber ich bin eigentlich der Meinung, weil ich guck nochmal ganz genau nach. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob beim Heliumsturz, ob es dann gleich wirklich. Also eigentlich soll ich genau hier gestorben sein, genau hier. Oder toll. Jetzt hat er geschossen. Oh! Du hast das Auto geschossen? Was? Ja, nein. Der Arsch hat wieder aufs Auto geschossen. Hier kriege ich jetzt mal irgendwie Ausrüstung. Habt ihr das hier am Start? Gibt's hier noch einen Sniper drinne? Nein. Wie nein? Aber doch. Nee, ein Sniper ist da nicht drin. Irgendwas ist hier noch drin. Tarnfleck, ja. Hier nehmen wir die. Na toll. Was brauchen die? 5, 56, da nehmen wir das. Kannst du auch ans MG, wenn du willst. Lass mich ans MG. Als Fahrer nicht einsteigen, wo? Da, Schütze. Alles klar. Lass mich sowas machen. Sowas kann ich. Oh mein Gott! Oh, das ist ja geil. Kann man noch näher ranzoomen mit dem Ding? Weiß ich nicht genau. Was denn? Ich weiß nicht, was für ein Visier hast du? Jetzt gerade Computer-Visier. So, ja, Bild auf. Bild auf, zoomst du näher ran. Nee. Bild auf, Bild ab, passiert gar nichts. Okay, dann weiß ich nicht. Okay, war ein Versuch wert. Also bei mir ist es Bild auf und Bild ab, das ranzoomen. Musst du in deinen Einstellungen mal gucken. Hast du von hier aus getroffen oder ist sie nicht so weit? Nein. Ich sehe noch nicht mal was von hier. Vielleicht aber auch nicht, auf was die GMA eingestellt ist, deswegen. Vielleicht können wir die Meteranzahl nicht sehen. Sie ist doch recht unter, oder? Bei mir ist die Hälfte davon weg. Deswegen, das ist mein Problem. Also das Einzige mit Bild auf und Bild ab ist halt die Entfernung, dass ich die einstellen kann. Fahr mal geradeaus, damit ich mich oben hin. Ja genau, fahr mal da hoch, ein bisschen. Dann weiß ich nicht.
Achso, nicht Bild auf, Bild ab. Bild auf, ja, das ist die Entfernung. Ja. Weißt du, welche liegen Tasten bei mir an der Maus? Ja, du hast aber doch gesagt, es ist. Die Seitentasten bei mir in der Maus habe. Ach so, okay. So, warte mal, bleib mal hier stehen. Also ich sehe da so Häuschen, aber da hinten sehe ich Menschen. Ja, wenn du den Gegner siehst. Wie viele Schuss haben wir denn? Jo, da bewegen sich ein paar. Hier, ihr bleibt hier, Alex und ich. Jawohl. Toll. Ich schieße auf uns. Ja, ja. Raketenwerfer. Du Arsch! Was? So viel zu dem Thema. Vorbeigeflogen. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Es ist ärgerlich, wir müssen uns ausrüsten. Das heißt. Also, mit Fahrzeug kannst du es vergessen. Musst du mit dem Handy machen. Okay, warte mal, wo sagte ich, sind so viele Fahrzeuge? Das war doch hier Petrovka. Da bin ich doch gelandet, ja. Hört ja mal. Ich find's halt toll, dass ich im Deko hinterm Fahrzeug zu fahren, dann einfach weg. Ich was? Mit Alex vorfahren, um die Position von denen zu haben, dass Alex die abschießen kann. Ja, ja, aber die hast du auch echt scheiße gesehen aus der Entfernung. Neue Bombe ja, und auch selbst wenn du näher ranzoomst, ist halt das Problem. Oh! Ich hab zu spät den Fallschirm geöffnet. Oh, und schon ist mein ganzer Respekt weg. Okay, alles weg. Bist sowieso schon weg. Ja? Ich dachte, dass man so ein bisschen was behält. Nein, du findest alles. Liegt alles aber in deiner Leiche. Respekt, ne? Waffe. Also diesmal ja. Habe ich früher geöffnet. Ich komme runter. Ja. Und ich, der wohl überlebt hab? Eigentlich ist das Red Guards Aufgabe, zu überleben. Was? Ja, der hat sein ganzes Geld dabei. Warum nimmst du denn... warum hat er das ganze Geld mit? Alter, ich bin mit dem Fallschirm gegen Laternenmast geflogen. Und tot. Das ist krass. Du fliegst gegen irgendwas. Bist du ja. Du musst echt genau auf den Boden. Redgar doch im Gebüsch und heult. Schon wieder. Ist ja wie früher. Wie immer, wenn schießt. Kann ich das Auto irgendwie reparieren, wenn es vorne keine Räder mehr hat? Du brauchst Ducktape und eine Toolbox. Okay, diesmal habe ich dafür zu früh geöffnet. Kann ich ihn nochmal schließen und... Nein, doch nicht. Ja, toll. Oh mein Gott. Ah, ich komme da nicht über die Kuppel drüber. Die Sache ist, wir kommen jetzt an unsere Sachen ran. An meine Sachen komme ich sowieso nicht mehr, das ist jetzt egal. Ich fahre jetzt irgendwie ins Lager, da habe ich noch 50.000. Ja, aber so an unsere Sachen meine ich jetzt. Nee, ich fahre jetzt gleich zu irgendeinem Händler. Ist hier eigentlich einer in der Nähe? Ja, der ist direkt da im Airfield. Okay. Warum haben wir eigentlich das Zeug aus dem Auto nicht erstmal weggeschafft? Oh, so viel war es ja nicht gewesen, von daher. Bin interessiert in das? Ja, ihr müsst jetzt... Hallo, jetzt überlegt mal, 40 Jahre habt ihr... Du kriegst so viel Scheiße auf dem Server. Und wegen einer einzigen Waffe willst du einfach was wegbringen? Ich hatte zweimal Zement reingetan. Ach so, mein Geld bringt mir ja gar nichts. Ich kann ja nur mit Respekt kaufen, oder? Ja, die brauchen Waffen. Im Zusammenhang schalten. Das hat alles Redguard. Was, Respekt? Hast du gesagt? Ja. Er hat leider 1 Million Respekt. 1 Million Respekt. Wenn er jetzt stirbt, verliert er 1 Million Respekt? Nein, Respekt verlierst du gar nicht. Doch, meiner ist ja weg. Den verlierst du, wenn du im PvP jemanden tötest. Also hä? Wenn du böse Sachen machst. Hä, ich hab doch meinen verloren, eben gerade beim Sterben. Nein, du verlierst diese Cola-Dosen-Dinger. Achso, beim Selbstmord? Das kann sein, dass du Respekt dadurch verlierst, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich sterbe gleich, aber... Das ist nicht mein Problem. Retter, was machst du da oben? Versuch zu zielen, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Er chillt seine Basis. Weil die sich immer bewegen. Ich versuch zu schießen. Aber wenn die andauernd rennen und... Wenn die bewegen sich auch einfach. Ja, so bei einem Kilometer und wenn die immer schießen und weglaufen.
Ja, du musst schon auf 400 Meter ran, Redgar. Sei mal nicht so eine Pussy. Auf unter 200 Meter gerade. Hast du gerade geschossen, du Arschloch? Nein, das sind die sind alle, Arschloch. Die sind alle an dem Waldstück. Du Arschloch! Ah ja, die rennen davor wie der letzte Hänger. Ein Pussy hockt irgendwo hinter Opa und schießt. Vielen Dank, Mr. Feige. Auch sehr witzig. Heli, du sagst gerade, du Pussy. Und ich bedanke mich bei Michi Feige. Mann, Mann, Mann. Alter, es dauert so lange, bis man sich hier hochkämpft. Auf geht's, immer weiter, Leute. Unterdrückungsfeuer los. Bin fast bei Ihnen. So, jetzt bin ich bei der Basis. Wow. Alles klar. Also du meinst, ich kann mir jetzt nichts kaufen, weil ich zwar Geld habe, aber keinen Respekt. Ja, genau. Das heißt, ich bin jetzt... Respekt muss ich halt erstmal erfahren. Ja, toll. Wie soll ich mir den erfahren, ohne dass ich mir was kaufen kann? Du kannst dir so einfache Waffen kaufen. Aber halt nur Scheiße. Ach so, okay. Dann kann ich umgehen. Hör mir 10.000 Kröten hier. 1-0-0-0-0. Da ist der David tot. David. Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigeredet. Respekt ist das mit dem Hütchen, ne? Ja. Ach Mensch, nee, ich habe von dem anderen gesprochen. Das dein Geld halt Pop-Auto. Mein Geld sind die Kronkorken von der Dose. Die Dosenöffner. Genau. So. Digga, ich brauche jetzt hier Waffen. So. Waffen, 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 Waffen. Hör, bin ich hier falsch? Hatte der Waffen? Armory. Ja, bin ich. Spec Ops, Armory. Warte. Bin tot. Welchen da bei mir 255? Bist du das, Alter? Ich war komplett vor dir gewesen. Hä? Also ich stand vor dir an der Kiste. Das sind doch die Sachen, die ich drin habe. Ach scheiße, ich war auf der falschen Seite. Oh mein Gott, ich muss echt erstmal mir das alles aneignen. Man muss zu dem Typen, wo das Schild Amory ist. Ja, danke, vielen Dank, danke. Also ich habe jetzt ein paar so Kilder. Nehme ich jetzt eine Lee Enfield? Mit der kann ich eigentlich noch umgehen von früher. Brauchst du nur ein Visier. Lee Enfield? Kannst du das machen? Oh, wie die passt? Ach so, nein, scheiße, ich muss erstmal Rucksack und alles kaufen. Aber ich weiß nicht, ob du auf die Lee Enfield ein Visier machen kannst. Ja, Konnte man doch früher auch. Nee. Da klar. Oh, Jesus, er braucht mich. Wir brauchen den Red Guard. Kann ich auch nicht kaufen? Warum kann ich die denn nicht kaufen? Alter, kaufe ich als erstes mal ein Backpack. Wenn die hier so einen Stress machen. Angriffspack ist da das Größte am Anfang, ne? Was man kaufen kann. Ja. So. 80, glaube ich. Dann kaufe ich eine größere Weste dazu. Hat er die jetzt? Hat er. Hat er die jetzt? Hat er. Weiß ich nicht. Habe ich die jetzt? Habe ich. So. Was ist er denn jetzt hier? So, und jetzt will ich hier von dir, will ich... Gib mir jetzt ein verficktes Sniper-Rifle. Red Guard. Ups. Ja, jetzt geht's. Komisch. Alter. Was atmet ihr denn so stark? Was ist denn los? Die so. Halt immer noch, ne? Ich kann da auch nur ein Akku kaufen. Ja, das richtige Cyber-Visier, das brauchst du 5000 Respekt oder sowas für. 6.000. Just a little respect. Okay. Ja, dann kaufe ich jetzt erst nochmal Muni. Aber... Ich will gerade den Red Guard mitnehmen, aber er ist AFK. Das sollte reichen. Ich kann mit sowas... Ich kann mit sowas umgehen. Kann gerade nicht reden. Kind kommt ins Bett. So. 1, 2, 3, 4. Danach ist sowieso alles wieder für die Katz. So. Hier konnte ich noch Klamotten kaufen. Gilly kann ich noch nicht kaufen wahrscheinlich, ne?
Da, keine Ahnung, nee, Gilly nicht. Nee. So, ja, Schwachsinn kaufen. Ja, ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Ja, Unterwäsche 1 habe ich mir genommen. Warum hat er die... Unterwäsche? Ja, Unterwäsche. Gegenstände? Hä, bin ich gerade blöd? Ich habe die doch gekauft. Du dumme Sau, wo ist die denn? Ist die in meinem Rucksack? Ja, kann im Rucksack sein. Kann auch sein, dass du es nicht gekauft hast, weil dein Rucksack voll war. Oder weil er es halt noch nicht akzeptiert hat. Jetzt? Hat ja auch vorhin gehabt. Ich kann das nicht anziehen. Warum kann ich das nicht anziehen? Item Level 1. Das hat eigentlich noch nichts zu tun. Einfach auf den Slot ziehen normalerweise. So. Ich muss das erst auf den Boden legen. Ach, nur dann. Naja. Ja, ich schwind das manchmal rum. So. Jetzt sehe ich gut aus. Baby, ich sehe gut aus. Hätte ich gewusst, dass ihr jetzt auch noch hierher kommt, ihr Spacken. Nein, ich habe mein Kart verkauft. Aber das Kart kannst du doch sicher auch total vergessen, oder? Ich habe 550 fürs Kart bekommen. Ey, warum hat er nicht meine anderen Magazine? Dann welche anderen Magazine? Ich habe eigentlich auch Magazine gekauft. Ich wette, ich habe die in einer anderen Tasche. Kann sein. Wahrscheinlich liegen meine Klamotten noch da oben und ich hatte die nicht im Rucksack. Ja. Oh, und da ich werden die Magazine. Deine drei Magazine drauf. Ja. Doppelt auf deine Kleidung. Hast du's? Also dann kannst du in die Kleidung reingucken. Ja. Ich nehme doch die ganzen Magazine hier, meine Klamotten. Kein Platz mehr oder was? Dann ab in die Weste. Was ist eigentlich der Extension Cord? Wofür ist der? Used to connect electronic devices to a power supply. Okay, verstehe. Weiß ich nicht. Kannst du irgendwas mit irgendwas zusammen verbinden? Okay, braucht aber kein Mensch. Ja. So, ich nehme jetzt meine Enfield, hab 30 Schuss, mal gucken, wie viele ich von den 30 Leuten da töten kann. sind da noch 30? Sind genau 30. Ich nehme 40 Schuss mit. Alles gut. Ist natürlich ein bisschen kacke mit meinem Visier, was ich hier habe. 50 Sekunden warten. Ja, wir brauchen halt irgendwie was als Verteidigung. Das heißt, gibt ja nicht wirklich was, wo wir uns verstecken können. So, 5 Stück. Klar, wir könnten hammerharte Sperren bauen. Kannst gucken, ob du hier Sandbags kaufen kannst, aber die kannst du nicht aufstellen. Brauche ich nicht, ich töte die jetzt auch so. Als Fahrer rein, ich fahre da jetzt wieder hin, Kinders. Okay, ich gehe mir jetzt auch erstmal. Guck mal, Fixi Hartmann ist da noch am Start. Fixi Hartmann lebt auch noch. Ja. Ich überlege, ob ich von der... Ich fahre ein bisschen weiter nach links und versuche von da die wegzuholen. Will noch jemand bei mir mitfahren? Die ja, sind dort bei mir im Wald, wo ich bin. Das sind Rennerspielbar drin. Auf der anderen Seite, also gegenüber von Hilly, kannst du sehr gut ankommen. Da war ich auch gewesen gerade. Links von ihm. Alex, ich muss immer schnell. Ja, wenn auf der Karte, du kommst links. Hm? Von der Seite. Ja, ich brauche noch schnell eine Waffe. Naja, dann habe ich vorhin aber auch nicht Respekt gemeint, was ich verloren habe, sondern Geld. Ich habe für das Erschießen von so einem Typen 150 oder sowas gekriegt. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Ja, die waren dann weg. Ich kann mir eine bessere Sniper kaufen, das ist schön. Magst du mir auch eine kaufen? ja. Ja, der Red Guard hat ja eigentlich genug Kohle. Ich hab keinen Rucksack. Scheiße, den hab ich auch vergessen, ja. Ach, Kinders. Ja, ohne einen Rucksack kannst du es vergessen. 260 Kapazität, das ist doch was Schönes. Einmal mit Bobis. Ja. Ich komme hier mit einer Lee Enfield und ihr heult hier rum. Wenn ich jetzt da wäre, hätte ich schon mindestens 6 getötet. Okay, guter Typ. Kein Platz im Rucksack. Oh, ich muss aussteigen, ja? Ja, du musst dafür her. Und was mit meiner Lee, was mache ich mit der? Kannst du dafür kaufen? Legst ins Auto oder verkaufst du? Legst ins Auto. Siehst du, da war er schon wieder, der Geier. So. Wie funktioniert denn das mit dem Verkaufen? Einfach hier drauf und zählen, ne? Linke Seite auswählen. Oh, hat aber auch gleich komplett mit. Oh, dafür kriegt man ja auch Respekt. Da liegt einmal die Waffe mit Visier direkt. Warte. Aber noch keine Muni. Ich hab immer noch Muni. Warum kann ich die denn nicht? Backpack? Habe ich nichts drin. Weste? Ah. Cell.
Sell. Sell. Okay, ist das weg. Und sell. Was können wir denn noch verkaufen? Kompass braucht kein Schwein, oder? Karte brauche ich schon. Was für ein Kompass brauchst? Funkgerät braucht auch kein Schwein. Na, ist egal. So, das ist die Waffe. Ja, brauchst du noch Munition? Die Frage ist, welche? 6,5er steht da. 6,5 mm. 6,5 mal 39 mm. Ja, die Frage ist, da gibt es mehrere. Die Frage ist, welches davon ist es wirklich? Ja, lass mich doch mal dran. Warte mal. Kannst du, geh doch dran. Achso. Es ist, pass auf, es ist 6,5 mm 30 Schuss Stanag-Magazin oder Leuchtspur-Magazin. Für 30... Ja, das ist der Sniper, da ist es garantiert keine Stanag. Es ist Stanag, es steht hier, ich drück doch drauf, ist doch die einzige Waffe, die ich habe. Ich kann es nur nicht kaufen, weil mir der Respekt fehlt. Warum kann ich das nicht kaufen? Wo sehe ich denn, wie viel Respekt ich brauche? Ja, das ist, ja, okay. Wenn du drüber gehst, müsstest du das sehen. 3081 Respect, Missing. Okay, das heißt also, ich habe, also 4000 insgesamt brauche ich dafür, okay? Okay, kauf die mal, die Stanag. War doch früher bei dem einen Sniper doch auch was, auch Stanag-Munition. Meinst du, gehen 100er Magazine rein? Da gehen wirklich nur die 30 Schuss Magazine rein, steht doch hier. Okay. Kauf mal Leuchtspur. Du hast das. Fixie Hartmann killt Aslan Kidikikali. Oh, da hustet aber jemand dolle. Das sind 50 Pop-Tabs. Drei Magazine. Auch drei Magazine. Ach ja. Das sind nur 90 Schuss, du meinst, das reicht? Gehen wir davon aus. Kommen wir jetzt endlich. Ja. Ja, ich will töten. Du meinst, ich will getötet werden. Du verwechselst da immer was. Ja. Ich muss Geld noch weglegen. Ja, aber wäre das dann bei mir doch mit 100 dann? Ne, halt mal, okay. Ja, ich leg auch noch Geld weg. Hm? Redguard, hast du dein Geld auch weggelegt, damit du nichts verlierst? Er hat schon alles verloren. Er hat schon alles verloren? Was er dabei hat, hat er schon alles verloren wahrscheinlich. So, 9.500. Ach. Für mich ist so ärgerlich, dass mein Dings weg ist, dass mein Ghillie und alles weg ist und ich jetzt hier mit so einem Kinderrucksack durch die Gegend. Ja, mit dem kommst du wieder. Den nächsten Gegner, wenn wir die clearen sollten. Ja, dann ja, ich weiß. Daher. Aber Fixi, du hast da schon einen gekillt, ne? Geht schon ab bei dir. 29. Ja, Hilly. Ja, wir haben ja auch welche. Ja, einer wurde mir angezeigt bis jetzt. Also insgesamt gestorben sind 5 Stück. 6. Sind jetzt beide drinne? Seid ihr beide drin? Ach, ihr seid beide drinne. Ja. Hey, machen wir nicht so einen Stress. Alter, was tackert denn da so? Ist das Hilly, der schießt? Ja. Da schneidet sich gerade eine Zwiebel. Ja, so klang das. Ohne Scheiß, Hilly, hast du PC-Lautsprecher, also den Speaker im Rechner. Ist das deine Ausgabe oder was? Hey, so redest du nicht über Virusfreundin. So, los geht's. Da lacht er, aber er spielt nicht sonst, ne? Ja. Oh, jetzt hat er mich erwischt, der Hund ist so. Scheiße, welcher Punkt war denn jetzt der, den ich... den ich angevisiert habe. Warte, ich muss mal kurz gucken. Jetzt war ich fast beim Fixi da, ey. Oh Mann. Ey. Naja. Oh, nein. Virus, jetzt sei nicht so eine Nutte und komm in unsere Party. Ich war ganz in der Nähe von seinen Schüssen. Okay. Hier, genau, komm mal in die Party. Mach mal 6, geh auf die Optionen. Also auf More und dann auf Settings. Und stell das mal an. Hey, bei 6 hat der schon aufgehört nachzudenken. Den Rest hat er nicht mitgekriegt. Wollen wir wetten? Das war zu viel, Argo. Mach's langsam. Wenn du 6 gesagt hast, warte erst mal, bis er die Taste gedrückt hat. Okay. 6. Ja, 1, 2. Geh auf More und dann auf Settings. Ja.
Ja, und dann machst du das erste auf an. An? Oh, chillig. Okay. Jawohl, da ist er doch. Und jetzt gehst du auf zurück und auf Party. Und jetzt kann der Rundguard dich auch mal einladen. In die Family. Ja, und Alex, von wegen, du siehst es nicht, du kannst bei 6 nachgucken, was das Fahrzeug für, was repariert werden muss. Bei 6, warte mal, go back, ja. Wo? Auf 6, auf Moor und dann Health Scanner. Am Moor. Da siehst du alles, was am Auto kaputt ist. Alter, genau, geil. Sachen, krieg ich auch ein Widget auf dem Desktop? Und ich kannst die View Distance ändern. Inwiefern? Alter, oh, ich hab grad okay gesagt und mein Handy spinnt jetzt hier voll rum. Halt die Fresse, Google! unter Settings steht View Distance Settings. Da kannst du deine komplette View Distance ändern. Warum sollte ich die ändern? Das wusste ich auch noch nicht. Warum soll ich meine Fuel Distance ändern? Deine View. Ach, meine View Distance! Deine Sicht. Ja, mach ich gleich. Ich hab Fuel verstanden. Nein. Also, wie weit ich mit dem Sprit komme. Das wär's so 500 ja. Meter, ich weiß nicht, ob... Ja, ich will hier... Mach's Licht aus. Oh, ihr Pussys. Oh, oh. Hätte es irgendwie deaktivieren, was da... Oh, nein, Argo, lebst du noch? Ja, ich lebe noch, ich bin nur ohnmächtig. Okay, können wir dir ja irgendwie hochhelfen? Nee. Nein, ich stehe von alleine auf. Okay, warte, wo war das? Auf 6, auf More? Stu Distance Settings. Okay. Kannst du anpassen, wie bei Fahrzeug ist, wie es mit Dings ist. On foot. Ich will so weit gucken, wie es geht. Oh, 12.000 Meter sind 33 FPS. Okay, ein bisschen weniger. Was habt ihr denn da so bei on foot? Wir sehen uns, glaube ich. Alter. Oh ja. Ihr Spackos. Was stimmt denn nicht mit euch? Was erwartest du? Er legt sich mitten aufs Feld, deswegen sehen die uns. Oh ja, das sehe ich ja. Ihr seid doch Spackos. Das ist ein Toter. Bist du tot, Argo? Ne, Argo ist hier hinten. Ey, ich war hier noch voll in den Einstellungen, ihr Spastis. War's nicht. Mein Gott, ey. Was haben wir denn da noch? 8600 ist die Standardeinstellung. Okay, warum sagt denn das keiner? Das hier kommt mir irgendwie bekannt vor. 1600. Oh. Okay. Oh ja, da hinten sehe ich auch einen. Ich sehe die ganze Zeit nur die Schüsse, aber ich weiß nicht. Bin tot. Überall in den Wald drin. Oh, scheiße. Da kamen die Schüsse direkt auf mich zu. Warum ist denn der nicht gestorben? Ach, scheiße. Wahrscheinlich sind die 300 Meter entfernt, oder? Gut sein, ne? Wie geht da mal? 327, dann mache ich mal das Visier lieber auf 400. Müssen 200 von dir entfernt sein. Schießt noch, da oben schießt... Ich hab einen! Oh. Abgeschossen oder schießt. Ja, da war einer. Ich bin auf das Feld gelaufen, du Blödsinn. Der ist doch da oben. Die schienen jetzt auf mich. Also das ist Hilly. Nee, Waldhütten waren die. Nicht auf dich, genau. Ja, die sind alle da im Wald versammelt. Alter! Ja. Wow, wie mir dieser Baum gerade das Leben gerettet hat. Huiuiuiui. Schuss über die halbe Welt fliegen von denen, ne? Ja, die schießen zu mir rüber. Nee, die schießen gerade auf mich. Ja, aber zu mir schießen die auch, ihr Deppen. Die fliegen voll zu mir. Okay, noch einen erwischt. Ah, Juni, hör mal auf, Arma 3 zu spielen. Ich sehe nicht, wie viel Schuss ich noch habe. Ah, okay. Okay, wie viele haben wir noch vor uns? Mal auf die Karte gucken. 27, ist doch gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Ist doch easy. War getötet. Wenn man immer schön... Alter, wie die Schüsse hier durch den ganzen Wald fliegen. Headguard, wo spawnst du? Ja, ich habe... Wo ist denn noch ein Auto? Ist ein Betroffener?
Hier sind Wahlautos. Ja, ich glaub. Müssen noch stehen. Hier bei mir spawnen. Scheiße, ich muss nachladen. Oh, oh, oh. Beweg dich, Vendetta. Oh. Hier irgendwo standen auf jeden Fall noch einer. Rotkäppchen und der böse Wolf fragt, wie es mir geht. Erkältet, aber. Ja, weißt du, wenn abends funktionieren immer die Medikamente richtig gut und dann erst in der Nacht, wenn man sich hinlegt, dann wird's wieder beschissen. Ja, das sind speziell Medikamente. Oh, von wo hab ich kassiert? Oh, scheiße, ich glaube, ich blute. Guck unten, dein Leben steht unten. Ja, 84, aber ich weiß nicht, ob ich blute. Ich glaube, Bluten gibt es hier gar nicht mehr. Okay, bei mir cool. Ist auf jeden Fall ein Fahrzeug. Bist du? Oh, leg dich hin! Du das? Ich seh dich gar nicht. Ich bin gar nicht in der Gruppe. Wow. Ah, die Leiche liegen nicht. Alter, hier sind drei Leute, die umlaufen einen ja voll. Wie schlau sind die denn? Tja. Sehr schlau. Ich merke gar nicht, ich hab dich in eine Gruppe eingeladen. Alles sofort. Ja, das ist keine Ahnung, warum ich. Ich kann durch das Gras keinen sehen. Ich hab davor eine Leiche gesehen, Billy. Wo? Ja, aber. Am Waldrand mehr. Meine Richtung. Ach, solche Schweine. Ich bin in der Party drin, warum auch immer. Na toll! Er kann durch einen Baum schießen und ich nicht, oder was? Ah, jetzt. Jetzt bist du drin. Ah. Da bist du. Ja, mein Respekt bleibt, ne? Ja. Okay. Schade, dass es nicht sowas. Das ist ja echt schade, dass es nicht sowas gibt wie ein Defi, so wie bei Battlefield 1. So, oh, ich rette dich. Okay, also, du bist bei Petrovka. Ja, dann komm ich da auch noch rein. Geht der da im Auto rum? Wir haben ja keine Autos mehr. Doch. Na, krabbel mal in die Richtung. Der David ist hinter dir, ne? David. Der schießt auf dich. Oh nein, ich lande im Wald, ich werde sicher wieder sterben. Da ist er. Wenn du im Baum landest, ja. Nee, alles gut. Okay, ich komm runter. Da ist der David, hallo David. Du musst dich bücken, kannst beim Bücken auch rennen, ja, weiß ich doch. Oh. So, fahren wir zurück, einkaufen oder was machen wir? Nee, wir fahren da, wo unsere Leichen sind, oder? Und looten die. Egal. Sonst gib mir ein Auto, dann fahre ich schon mal vor, wenn ihr noch einkaufen wollt. Alter, wer macht denn hier solche Stunts? Ich. Zwei Rädern. Gibt's hier gib dir mal ein Auto. Ja, hier steht noch Auto. Ja, aber bald haben wir hier keine mehr, oder starten die irgendwann neu? Das glaube ich, doch oben. Also weiter Richtung Trader stehen noch zwei, drei Stück. Okay. Gut, danke dir. Jo. Dann muss ich jetzt nochmal kurz gucken. Ah, scheiße. Oh, einer. Oh. So. Licht an. Leute, ich bin nur ein bisschen verkalkt im Kopf, was Arma angeht, weil ich Arma echt schon ewige Jahre nicht gespielt habe. Dafür spielst du es ja jetzt und ernst das wieder. Ja eben, ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ey, wir waren die gefürchtetsten Typen überhaupt auf dem Löwenherz-Server. Nein, nicht ganz. Mit wie hießen die? Hießen die nicht auch Exai? Der eine Clan? Nein. EXT? Oder so. EXT? EXT, genau. EXT und wie ist der andere noch? Wir waren so mit drei Clans, waren einfach Hammer auf Löwenherz. Admins mal außen vor. Ja, Admins sind sowieso immer vorne. Oh, 500 Meter, stark. Ja, und das mit einer RPK oder so. Redgar, du musst mal Hustenbonbons nach hinten geben. Die arme Frau. Die braucht Hustenbonbons. Das löst sich von alleine. Doch, mit einer PK schieße ich. Das löst sich von alleine, wenn sie erstickt oder was? Hm. Ach so. Ich hab's auf Video. Trine, ruf mich an. Ruf mich an. Ich kenne einen total guten Scheidungsanwalt. Ruf mich an, Trine. So, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Wir werden jetzt doch mal diese 30 Typen platt machen. Ach, jetzt schreibt ihr noch untereinander was. Ah ja. Der hat geschrieben, Redguard, gib mir Geld. Ich hab geschrieben, Redguard,
bring mich gleich um. Oh, 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 da war gerade leicht laggy. Oha. Oh, ich sehe die Schüsse fliegen, Virus, über die halbe Map, ey. Die sind schon hart, ey. Ja, die sind echt hart, die Gegner, ne? Ja, ich weiß auch nicht, was wir uns gedacht haben mit den 90 Schuss hier. Das ist echt total... wenig, ne? Ja, ja, du musst schon ein bisschen... Obwohl, du kommst ja gar nicht dazu, die alle zu verballern. Ich versuche die jetzt hier mit dem Hunter zu überfahren. Ja, weil die ja stirbt. Halt. Kann ich da nicht einfach durchfahren und die kaputt fahren? Ja, du kriegst keinen Einzel. Von aus. Doch, geht schon, aber du kriegst keinen Einzel. Ja. Kriegst du keine Punkte? 100 Nein. Schuss, 3 Stück erwischt oder so. Eckart, kannst du fliegen? Nein. Okay. Die Schnauze. Das kann nur der Alex. Bin ich lange nicht mehr geflogen, aber mir ist oder Alex mitten auf dem Feld, die so. Ich bin jetzt ein Kaiman. Ein Kaiman? Ja, das war so die Überlegung. Soll ich fliegen? Du gehst ans Geschütz. Oh, du komm, nimm doch mal die Muni hier. Was ist denn ein Scheißproblem? Ich hoffe, das ist Fuck, Mann, ich hol nur gerade mein ganzes Zeug und schon wurde ich erschossen. Ja, klar. Virus, ich dachte, dass wenn wir zuerst schießen, dann schießen die erst zurück. Mhm. Die sind jetzt schon drauf. Die sind scharf, ach, die sind scharf. Ja. Denke ich manchmal eine Glückssache. Also, ich starte jetzt noch einmal in Petrovka. Lange habe ich keinen Bock mehr. Ja, du musst einfach nur treffen, Alexander. Ein bisschen Scammer hoch und dann geht's los. Oh, ich höre einen Heli. Wenn ich wüsste, wie ich zielen soll am besten. Mit Rechtsklick. Aber von. Achso, okay. Kannst du die Waffen durchwechseln? Geht das? Hier! Ich bin hier unten! Ich bin hier unten! Mit F. Ja. Was hast du für Waffen? Skyfire, HE-Tracer. Ja. Ihr dummen Arschlöcher! Alex, das ist nur ein Zweisitzer! Verreckt! Kann doch, ey, ist doch nicht echt. Schießen leider. Hilf mir, David, hilf mir, hilf mir! Ja, ich baller schon dran auf die. Also so zum Kotzen. Fliegen die hier einfach über mich rüber. Medic! 800 Meter vor uns. Hier links linke Hand. Linke Hand. Ja, genau, den. Den macht den platt, die Sau. Alter, die haben mich überstiegen. Achtung, ich drehe. Virus, wenn du in Petrovka spawnst, kann ich dich noch mit dem Golf mitnehmen. Hier steht noch einer. Okay, der ist kaputt, ne? Ah, scheiße, ja, der ist kaputt. Ich seh's gerade. Keine Räder. Hast du nicht gesagt, hier gibt's noch irgendwo ein Auto? Richtung Wald, Richtung Trailer. Petrovka. Richtung Wald, Richtung was? Richtung Trader. Ich lande genau auf deinem Kopf mit meinem Hintern. David, wo bist du denn? Tot? Ja, gerade zu. Boom. Ja, ich hab gesehen, da war nichts mehr gewesen. Dann okay, okay, kurz über den Boden ziehen. mach mal die Skyfire. Ah, da kommt ja, er gerade. Was mach ich? Wechsel mal die Waffen durch und guck mal, was die anderen... Hey, stehen bleiben! Skyfire haben wir, ja. Ich hab genau deinen Kopf im Visier. Ja, knall die mal weg. Also schieß einfach mal. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Einfach so, geradeaus. Oh, oh. Okay, ja, wir müssen jetzt ein Auto suchen, Virus. Die, er sagt irgendwo Richtung Trader. Aber der ist doch hier, oder nicht? Da müssen die drin sein. Wo? Nein, er redet mit uns. Aber wir sind hier beim Trader. Ja, nicht ganz beim Trader. Nein. Ah, das gibt's doch nicht. Was machen wir denn jetzt? Siehst du dann noch Gegner? Auf dem Boden irgendwo? Mehr, sammel die Skyfires hier vorne in den Wald rein. Einfach rein. Ey, Virus, du siehst ja genauso kacke aus wie ich. Der Redguard sieht das nicht. Kannst du N drücken? Night Vision? Ja. Okay, hilft das mehr? Ja, das ist besser. Warte mal. Guck mal, ob du eventuell noch Thermal hast oder so.
Ich hätte noch nicht drauf gehabt. Ja, wir suchen gerade ein Fahrzeug. Hier ist ein Waldstück, meinte er das? Nee. Ich komme. Ich komme. Na, no, jetzt haben wir alle Autos da hochgefahren und jetzt kein Auto mehr hier. Die hätten wir auch alle schön verkaufen können. Mit dem ganzen Loot drinne. Na, no, hüllst du uns ab oder was? Ja, der. Schmieren die da oben gerade ab? Nee, guck mal, da fliegt einer. Oh Gott. Wer ist denn das da oben in der Luft? Ich. Das ist doch scheiße. Ich muss strangen. Oh, geht nur 50 Euro an. Hey, ich kann. Runter, dann muss man sehr weit hochziehen. Ja, ich zieh auch sehr weit hoch. Moorhuhn! Wenn den echt einer von uns aus Versehen trifft, ne? Bei dem selbst schießen, die Skyfire, das ist besser gewesen. Weil wir haben den okay, jetzt aufhören. Jetzt würden wir ihn wirklich treffen. Aber weißt du, wo hier die Autos stehen oder was hier liegt? Ey! Alex, Richtung Trader, hab ich doch gesagt. Alter, du hast mich echt getroffen, du Hundesohn! Ja. Hier, da kommt noch so einer runter. Da müssen wir aufpassen. Ja. So. Richtung, was hast du gesagt? Richtung Trader. Trader, ja. Ja, da waren wir beim Trader. Beim Trader wart ihr nicht. Doch, wir waren hier beim Trader. Dann zeig mir doch mal, wo der Trader ist. Na, auf der Karte sagt er mir, hier vorne ist so ein Nuckel. Eben nicht der Nuckel. Was ist denn der Nuckel dann? Der Nuckel ist Spawnzone. Alter, ich... Oh, das kann doch nicht wahr sein, was ihr hier mir erzählt. Ihr redet doch nur Scheiße. Alex, wir haben noch ganz Zeit geklärt. Na, red doch einfach mal Deutsch! Cola-Dosen-Dinger. Stimmt, da oben steht Rotes. Na, das Rote geht doch nicht. So, das geht nicht. Außer das Duct Tape und eine Toolbox. Red doch einfach mal Deutsch. Weißt du, hättest du einfach mal gesagt zum Händler. Ich dachte, der Nucke wäre auch. Deutsch, Mann. Oh. Deutsch, Mann. Ich weiß das nicht mehr. Na toll, sind wir die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren, oder was? Ja. Na toll. So, ich will jetzt mein Zeug wieder, ich will wieder Leute töten. Dann such dir ein Auto. Ja, da sind wir ja alle gerade dabei. Wenn null drückst, dann rennt er von allein, oder? War das so? Ja. Ja. Ah. Der sprintet hoch. Ja. Ich hoffe, der, wo wir uns rennt, der rennt in die richtige Richtung. Ja, ich weiß, wo der Trader ist. Muss ich das gedrückt halten? Argument. Jetzt geht's los. Nee. Hey, was machst du, Agu? Hier ist ein Quad. Oh, ich hab Quad gerade gespawnt. Okay, ganz ich hab's nicht gesehen. Warte, Agu. Ich bin in den Quad reingerannt. Fixi, steh doch auf. Oh, ey! Wieder löst. Hast du gerade versucht, den David zu überfahren? Hä, wie, du hast es überlebt? Du bist doch voll durch den durchgefahren. Fahr nochmal durch ihn. Mir ist halt nicht vorbei. Ja, Edson erwischt mich. Verlierst du jetzt Respekt? Ja, 246. Redguard, benimm dich! Sag mal, spinnt. Jetzt hat er mich erschossen. Warum rasten denn jetzt auf einmal alle aus? Seid ihr irgendwie bescheuert in eurem Bild? Ihr seid. Alter! Gleich raste ich aber echt aus, ihr Spastis! Okay. Ich gehe jetzt raus aus der Familie, denn ihr seid meine Feinde. Oh, kann ja echt nicht wahr sein. Minus 39.000 gekriegt. Ja! Minus 39.000? Ja. Wie viel Also, ich spawn jetzt eine Sterry. Da sind Fahrzeuge. Also, Petrovko, hier unten steht ein großes Fahrzeug. Hat nur irgendjemand. Jetzt schießt er schon wieder auf uns, sag mal. Was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Ich dachte, wir haben hier eine Mission. Also eigentlich haben wir momentan keine Mission, weil die erste Karte ist. Was war? Wollen wir zum Mastery Outpost gehen? Hä? Wir haben doch da noch. Wir haben doch immer noch die 21 Leute, die wir töten müssen. Willst du die wirklich noch machen? Ja! Virus, darf ich fahren, dass ich zum Dings komme, zu meinem Loot? Ach nee, du erstmal deinen Loot holen. Komm, wir holen deinen Loot und dann holen wir meinen Loot. Okay, ja. Lass uns da jetzt mal ordentlich mit großen Sachen rangehen. Mit so kleinen sterben wir nur die ganze Zeit.
Ja. Ja. Redguard gibt aus. Dann ist er wenigstens noch Egoiste, Vero, soll ich fahren oder was? Was? Hallo, links, hol mich mal ab. Du sollst mal den Hebeli mitnehmen. Achso, Egos. Alex weckt seine Kinder auf. Also mal ohne Scheiß, direkt hier drüber ist das Kinderzimmer, ist kein Scherz. Es gab schon Videos, die ich aufgenommen habe und da hat man gesehen, dass dann das Babyfon immer so voll ausgeschlagen ist. aber mein Sohn hat ja kein Babyfon mehr. Was steht da noch? Alex, nicht aufregen, nicht gut, okay. Price Clutch Rechner ist zu schlecht für Arma 3, das tut mir leid. Ah, das ist schade. Alex, du bist so laut, bitte sei etwas leiser. Warum hört dich Mutti? Oder was? So, also wir holen jetzt erstmal Viruszeug, dann mein Zeug, oder was? Helis müssen wir auch noch holen. Sie schießen ja direkt auf euch, wenn ihr da anfahrt. Ach, wir schaffen das. Na, mein Leiche ist ja nicht mehr da, weil mir ja der Virus erschossen hat. Ach, scheiße. Dann ist doch meine Leiche da oben auch nicht mehr, oder? Das kann sehr gut sein, dass oben die Leichen also weg sind, weil wir uns da getroffen haben. Dass nur die letzten Leichen dort liegen? Ja, ja, das kann gut sein. Guck mal auf deine Dinger. Du siehst... Aber ich habe noch meinen Todespunkt von da oben, habe ich noch markiert. Wollen wir da mal zu meinem fahren? Ja, ob die Leiche noch da ist. Guck. Oder hast du deinen auch noch markiert, Virus, wo deine Leiche lag? Nee, aber ich weiß ungefähr, wo es liegt. Also du fährst jetzt gerade in die richtige Richtung, noch ein bisschen weiter nach links, dann kommst du zu meinem Todespunkt. Ja, fahr da mal hoch. Die Sache ist, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, ohne töten. Ja, wir holen jetzt unser Loot. Ja, dann stirbst du ja wieder, weil die... Oh, geh zu Pusgard, echt. Geh zu Pusgard. Echt, so geht's ja hier nicht weiter. Weißt du, man muss auch ein bisschen Mut zur Lücke. Also, ganz einfach, Virus schirmt mit dem Auto einfach meine Leiche ab, zum Beispiel. Ja, dann steige ich aus, dann hole ich mir mein Zeug zurück. Wohin? Fahr geradeaus und dann halte ich rechts am Wald. Also, fahr bis zur Wiese. Mach doch mal Licht an, man sieht doch... Oh, ja, genau. Licht, Licht, L, ja. Fein, Junge. Oh, Junge, oh, Junge, oh, Junge. Oh, Junge. Denk dran, du musst Wasser trinken. Nein, die töten uns nicht, wir sind cool. Okay, genau so halten, weiter rechts, bis hin mit noch ein Stück rechts, genau so. Genau so fährst du weiter. Oh, Bäume. Okay, genau da noch 200 Meter weiter geradeaus. Jetzt nach links ein bisschen, nach links. Nach links, nach links. Stopp, genau so. Halten. Guck mal, da ist auch noch mein anderes Auto. Da liegt auch noch meine Leiche. Okay. Stopp. Hier stehen bleiben und schirm meine Leiche ab. Fahr noch ein bisschen weiter nach links rum, weil die waren da hinten im Wald. Noch ein bisschen weiter nach vorne, noch ein bisschen weiter links, stopp, genau so. Perfekt, mach das Licht aus. Das darf uns keiner hören und keiner sehen. Okay, warte. Take all. Oh, ist das dein verfickter Ernst? Take all, Alter. Kann der jetzt mal... Warum nimmt er das denn nicht? Take all. Was ist ein Emre? Extra delicious. Achso, okay, alles klar. Konsum. Habe ich konsumiert, damit ich mal was esse. Weiter hinter uns auf dem Feld liegt auch noch eine Leiche. Ich suche jetzt gerade. Okay, da ist mein Schuss, alles klar. Okay, Digga, ich bin dann erstmal mit meinem Zeug wieder ausgerastet. Das ist gut. Okay, als Passagier rein. So, jetzt, Virus, müssen wir zu deiner Leiche. Weißt du noch ungefähr, wo die lag? Hinten ist sie noch. Warte, soll ich auch noch ein Fahrzeug mitnehmen? Ist egal. Nur mal eins. Dann können wir vielleicht besser abdecken. Mhm. Ja, oder wir... Du beim Virus. So, ich bin drinne. Das ist doch der Wald, wo du gegengefahren bist, oder? Oder reingefahren bist. Hey Billy. Ja, da muss ja irgendwo mein Fahrzeug mit da drin stehen und da ist mein Leiche, glaube ich. Da steht eins mit Licht. Ja. Hier vorne liegt wirklich eine Leiche, soll ich die looten? Ja, da links. Ja, meine liegt da oben am Berg. Am Berg. Okay, ich versuch's.
Alter, was hatten die hier für ein Scharfschützengewehr? Scharfschützengewehr ist. Wenn eine Lynx ist, dann ist das meine Leiche. Eine was? Eine Lynx. Ja, GM6 Lynx, ja. Entfernungsmesser hattest du mal. Hatte ich nicht, nee. Nee, doch, hattest du mal. Hab ich dir gerade geklaut. Ach so. Oh fuck. Ich hab dir gerade 200 Tacken geklaut. Oh. In meiner Leiche sind noch 11.000. Alter, was rennt denn da vorne alles an Gegnern? Wow, wow, wow. 30 Mann. Ich muss weg, 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 ich werd beschossen. Das heißt ja, dass meine Leiche hier vorne ja auch noch Geld haben muss. Redguard, willst du mal eine halbe Million ausgeben? Nee. Ich glaube, das würden wir auch gar nicht schaffen hier. 30.000? Ich glaube, meine Leiche ist nicht besser. Oh, hat nichts mehr. Okay. Soll ich mal einfach mit meiner Karre durch diese Gegnerhorden fahren, damit es ein paar weniger werden? Dann kommt wieder der Raketenwerfer. Wahrscheinlich. Ah, komm. No risk, no fun, oder? Stimmt auch wieder. Einfach mal gucken, wie sie mich angreifen, wenn ich das mache. Rüstet er sich aber dick aus. Okay, einen überfahren. Oh ja, die schießen wie blöde. Habt ihr euer Zeug gefunden eigentlich, Jungs? Oh, meine liegt nicht mehr da. Na, bin mir mal nicht sicher, welcher Busch das war. Es gibt zu viele davon. Oh, von wo kommen denn die Schüsse? So, jetzt wollen wir mal gucken. Schön hier hinbücken. Bücken oder? Oh, ja, ja. Ja, es klingt ein Virus. Okay, worauf benutze ich den Entfernungsmesser? Auf Entfernung. Ja, nee, welche Taste? B, müsste es sein. Ja, hat man es gleich auch wieder. Hä? Was soll denn der Blödsinn? Warum komme ich denn da nicht rein? Ah, jetzt. Das sind 722 Meter, 733 Meter. Alter, sind das viele. Ich raste aus. 700 Meter. Zack, 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 zack. Machen wir mal 800 und halt ein bisschen tiefer, oder? Oh, ich habe echt was getroffen. Leck mich am Arsch. 690 Meter. Und das ohne Night Vision. Ja, das ist doch schön. 20 Gegner noch, ne? Da ist eigentlich eine recht gute Position halt. Ja, ich sehe aber nicht, ich sehe aber nicht ganz genau, wie die Schüsse. Ich glaube, ich mache doch lieber auf 700 Meter. Ja, wow, 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 da kam aber jetzt gerade krasse Leuchtspurmunition auf mich zu. Ah, ne, das ist meine. Ey, jetzt ohne Scheiß, aber die hatte ich eben nicht. Hallo, David. Ich hatte unterschiedliche gekauft, wenn du meine Waffe hast. Ha, ich hab deine Waffe nicht, die liegt da immer noch rum. Oh. Ah, den hab ich. Juhu. 19. Wenn die down sind, spawnen sie nach und nach wieder neu, ne? Also aufpassen. Ja, erwischt die Sau. Dauert manchmal ein bisschen, ne? Bis sie umkippen. Ja, ja. Mit einem Thermal? Ich hab kein Thermal. Okay. Schieße mit einer PK, also mit dem. Das verzieht schon gut. Thermal im Verstreut. Okay. Virus, da kommt irgendwas auf uns zugelaufen, hast du das gesehen? Womit fahren wir hoch? Hallo. Wie? Das Einfache ist. Hier, da vorne. Wo wir da unten hingeschossen haben, oder was? Oh, fuck, ey. Ja, ja. Wo, bei mir Richtung, oder wie? Nee, die kommen schon in unsere Richtung. Ja, die schießt bei mir am Waldrand irgendwo. Hol einen Octavius.
Weiß ich, hab bloß 7 Schuss. Ich hab nur noch 19. Ja. Ach, da steht er am Feld, ja. Wie ist er? Siehst du ihn, der so weit vorne ist? Ja. Da hinten spawnt einer, 758, 800. 700, ah, okay, die sind genau 700. Oh, und mir hat mich halt erwischt. Och, David. Wer? Ach, David. Oh, die sind aber auch teilweise echt schwer zu erkennen. Ja. Jawohl, noch ein. Wie viel Meter? 660. Oh. Wow, 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 wow. 11 Schuss habe ich noch. Komm ran. Warte, ich muss nur mal halt, bleib stehen. Ich nehme mich auf. Das ist doch nicht Stary und nehme ich auch vom Elfie die Waffen mit. Alter. Schon noch 2000. Weglegern. Ist schon echt abartig, aus so einer Entfernung auf die Wichser zu schießen. Besser wie gar nicht. Ich bring mal eine SVD mit. Ist ja witzig, die letzten 4 oder 5 Schuss in diesem Magazin. Ja. Noch ein Stück tiefer, komm schon. Ah, leck mich doch. Okay. Ist okay, wenn ich dich mal loote, oder? Muss ich. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab, glaube ich, auch noch 35 Schuss oder so. Mit dem MG ist scheiße. Ja, mit dem MG ist echt scheiße. Kunst damit, muss sehr gut daneben ziehen. Könnt ihr die mal markieren auf der Karte? Was, die Gegners? Irgendwie geht das, aber ich weiß nicht genau wie. Ja, keine Ahnung, wüsste ich auch gerne. Sind wir denn im Battlefield? Doch, du kannst schon eine Markierung machen. Oh, 800 Meter. Gegner sind. Und das sieht dann die ganze Party. Ja, oha! Die habe ich immer. Frage ist wie, gestern hat das 600 ungefähr. Gemenscht. Sollen wir auf die andere Seite zu hin rüberfahren? Ja, oder? Am besten. Ja. Sorry, lass den Visier da, weil ich nicht mehr bringe. Sniper mit. Ernsthaft? Das machst du. Alter, ist das krass, wie das verzieht, ja, dein PK-Ding. Und ich hab damit welche getroffen, ey. Alter, der hätte eben auch sitzen müssen. Ist hier noch irgendwo ein Auto? Wahrscheinlich nicht. Oh, der hat gesessen. Yes! Warum fahr ich eigentlich alle Autos? Siehst du, 739 Meter, Alter! Oh, läuft mit der PK, wo ist das Problem? Guck mal, gibt 46 Respekt. Oh, ist aber heftig, ist wirklich heftig. Oh, ein paar Waffen mit, ne? Wenn ich einen Schadungsack finde. Okay, ich hab's langsam gecheckt, wie ich mit der hier schießen muss. Aber, oh, sind die weit oben? Aber der hier nicht. Ich hab zu viele Autos geschrottet. Mhm. Ist ja mein Geld, was drauf geht. Ach scheiße, das sind viel zu viele Meter, die ich gerade... Oh. Nachladen. Puh, heftig. Wo sind sie? Nicht zu weit nach vorne. Das Problem ist halt, wenn sie sich hinlegen, ist sicher bloß noch ein Pixel. Ja, siehst du kaum noch was. Ah, die Scheiße ist aber auch, dass die sich wirklich, wirklich böse wehren. Oh, der hat gesessen, der auch. Oh, yes! Wie viel waren das? 587 Meter. Komm, hör auf, dich zu bewegen, Arschloch. Oh, hör. Ja, sagen Sie sich nicht treffen. Nein, das war's mit der Muni. Hast du noch irgendwo bei dir Muni? Nein. Witze? Nicht. Oh, nein. Nein. Erzähl nicht so. Los, bring dir irgendwas mit. Jetzt haben wir null Munition mehr, null Fahrzeuge. Alex, in meiner Waffe lag noch. Ja, aber zu deiner Waffe komme ich doch gerade gar nicht. Das ist genau gegenüberliegende Seite. Ja, ich bin genau auf der anderen Seite. Ich arme Sau. Oh Gott. Scheiße. Uhu, die schießt auf mich. Ach, wirklich? Hä, warum kann ich denn irgendwo sehen? Was ich da noch drin habe. Gegenstände, alles. Gar nichts. Okay, ich besitze also gar nichts. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier rein und muss mir irgendwo Muni holen. Vielleicht haben sie es auch manchmal ein bisschen verbuggt. Musst du öfters mal reingehen und gucken. Ja, aber ich muss jetzt, also jetzt hat es sich ja ein bisschen gelohnt. Guck mal, es sind nur noch 17 da.
Macht's mehr Sinn, hier oben gleich zu der Basis zu fahren, oder? Wie viel Kilometer? 400, was? Das ist doch falsch, oder? Was war dein Visier bei mir oder ist am Auto? Dein Visier? Warte, da muss ich nochmal raus. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Soll ich das so... Vom Airfield Sniper mit. Soll ich von dir das ganze Zeug mitnehmen, oder was? Alter, du hast sogar ein Nachtsichtgerät? Ho. Ja. Nee, du hattest mal eins, entschuldige bitte. Alter, was hast du denn da alles dabei? Zwei Beine, 150 Schuss. Das geht aber nicht für die Knarre, oder? Nee. Ist ausgerüstet. Scheiße. Das wäre so geil. Magazine, wo waren das? Wo habe ich denn das bei dir gesehen? Doch eben hatte ich aber das doch noch gesehen. Ah, hier, meinst du das AMS schwarz? Ist lange da halt. Ja, pack ich. Aber auf dem MG drauf, ja. Achso, das habe ich doch noch drauf. Ich habe doch das MG noch. Dafür weiß ich aber nicht, wo ich bei dir meine Waffe hingesteckt habe. Anscheinend nirgendwo, keine Ahnung. Ja, das lange ist doch noch auf meiner Waffe, die ich hier gerade von dir geklaut habe. Spawn dir einfach einen Quad. So, wir behalten einfach den Punkt, der da ist. Und dann fahre ich da eiskalt durch. Wie ein Quad spawnen. 5 Kilometer. Im Dings bei 6. Geronimo! Bei, da kannst du Quad spawnen. Wie, die kann man selber spawnen? Ja, du kannst hier einen Quad spawnen einfach so. Ich gehe davon aus, dass du es nicht verkaufst. Sind eigentlich diese Dinger hier, diese Kästchen, wo, wie soll ich sagen, diese Paletten, wo was drauf ist? Ist es das, was wir hier versuchen gerade freizuspielen? Ja. Ach Mensch, warum halte ich denn da nicht einfach? Da kann alles drin sein. Okay. Ich fahre erstmal zurück, hol Munition. Ich bin gerade einfach durch die Gegnerhorde gefahren, ne? Scheiß drauf. Echt? Ja. Einfach links und rechts an dem vorbei. Ja, natürlich, schon das zweite Mal. Ich weiß gar nicht, warum ihr immer so rumpusst. Hast du auch gesehen, was passiert ist, als ich da... Ja, da sind wir aber stehen geblieben. Ja, vorher kurz, ja, das stimmt. Knallhart hier mit 137 km/h dran vorbei, fick dich. Alex, werf eine Atombombe und alle sind weg. Das gab es bei Löwenherz. Da gab es Atombombenabwurf. Wisst ihr das noch? Das war mega geil. Der ganze Server erstmal Stillstand. Ja, aber das hätte ich nicht oft gemacht. Total nett, dass der Server einen immer daran erinnert, dass man doch bitte trinken soll. Und da steht extra in real life, not in the game. Voll gut. Ja, meine lieben Freunde da draußen, die jetzt auch noch an den Empfangsgeräten sitzen, ihr müsst alle 15 Minuten was trinken, sagt der Benson. Ich glaube, er meint aber alkoholische Getränke. Da ich aber Antibiotika gerade fresse, sind alkoholische Medikamente nicht so gut. Kannst du auch schwer da irgendwie sehen, weil die alle in einem Dings hocken. Im Gilli und im Busch. Wald. Ja, aber es ging eigentlich. In dem Wald drin. Ich hole jetzt einfach für virus-krasse Knarre hier jetzt ordentlich Muni. Und dann schieße ich den sowas von die Fresse weg. Gute Langfest-Akku? Ich bin hier hinten bei den Kisten gerade. Und wo sind die Typen? Vorne im Wald. Aber kann man die... Da, wo das Totenzeichen ist? Wo das Totenzeichen ist, bist du das letzte Mal gestorben. Das ist dein letzter Tod. Ja, das meine ich ja. Also da, wo du auch gestorben bist. In dem Wald davor halt, ne? Naja. Ich will nicht genau sagen, wo. Das ist totaler Schwachsinn, die Mission hier zu machen. Warum? Weil in den Kisten nichts drin ist. Warum ist in den Kisten nichts drin? Warst du schon dran? Ich bin gerade dran. Ja, aber vielleicht ist da erst was drin, wenn die tot sind. Okay, da kannst du recht haben. Weißt du? Erst wenn wir die Mission abgeschlossen haben. Weil sonst könntest du ja wirklich irgendwie versuchen, nebenher mit einem Fahrzeug hin, dir dann irgendwie das Zeug zu holen. Das ist das Ding, was ich gerade gemacht habe. Ja, eben. Das war nämlich auch meine Überlegung, schon zu halten und nachzugucken. Alter, noch so ein Wald, den ich durchqueren muss. Das war auf jeden Fall der schlechtere Weg, den ich gerade gewählt habe. Ja, fuck. Aber ich komme noch hin zur Basis. Alles gut. Ich komme gleich wieder, Leute. Und dann gibt's aber sowas von auf die Fresse. Wow. Oh, lol. Hast du überlebt? Agumon killed Jamal. 3 Meter away. Gefahren. Ach du Jemini.
Das ist aber peinlich, oder? Schämst du dich wenigstens ein bisschen? Jetzt bin ich tot. Boah, ich hab mich erschreckt. Auf einmal explodiert das da unter mir. Wer hat da eine Mine gelegt? Mitten im Wald. Alter. Ich brauch 8000 Respekt, um das zu kaufen. Du derjenige bist, der immer Was soll denn das? Das killt bei NPC, steht da drunter. Virus, ich verkauf die PK, ne? Argument Senpai. Weil die bringt gar nichts mit unserem Level an Respekt. Da, pff, wir können keine Munition dafür nachkaufen. Oh. Ich suche hier gerade neue Waffen auf dem Airfield. Er sucht alles schon auf dem Airfield zusammen. Er macht das richtig. Ja, hier war SVD und alles rumgelegen, aber jetzt sind sie immer da. So, das heißt, ich gehe jetzt wieder schön zurück zum Lee Enfield. Tolle Wurst. Super. Immerhin. Ich auch gerade noch einen stecken. So, muss ich erstmal gucken, ob. Was soll denn die Scheiße? Ich will doch jetzt einfach hier Munition dafür kaufen. Wenn ein Hunter bei dir steht, nimm den Hunter, die schießen nicht drauf. Willst du mit mir? Nee, ich meine Alex. Nö, ich hab'n Ifrit hier. Ja, auch gut. Aber warum? Ah, jetzt hat das. Ah, da ist doch was Schönes. Ich den Hunter mitten im Wald. Zafir. Das Größte ist auch das Arcog, ne? Was man kaufen kann, das für 100. Bla. Dieses ACO-Ding, grün oder so, ist nicht. ARCO, ja. Nee, ARCO, meine ich doch. So, was ist mit dem Holo-Side? Das ist nur ein roter Punkt, ne? Das ist halt so ein roter Punkt mit einem Kreis drum. Ja, meine ich doch. Ja, okay. Schwachsinn. Das meinte ich doch. Longscope hast du das docken lassen, oder? Was hab ich? Danach brauchst du 6000. Mein Longscope vom MGS docken lassen? Keine Ahnung. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das wird verkauft. Ich weiß es nicht. Nee, ich hab hier noch irgendwas im. Hä? Wo hab ich denn bitte jetzt dieses ganze Equipment? Das ist. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das immer nicht, wo das hinkommt. Muni, 3 Magazine. Ich habe jetzt wieder eine mit 450. Du musst Schuss. Oben links immer gucken, ob da steht Purchase. Also, dass du es gekauft hast. Ja, nee, das verstehe ich schon. Aber ich hatte eigentlich das Visier. Aber er hat es nicht akzeptiert. Muss gucken, Rucksack oder so kann auch drin sein. Ja. Nicht, dann musst du es nochmal kaufen. Habe ich gerade, jetzt muss ich es doch nochmal kaufen. Scheiß drauf. So, wo ist es drinne? Ah ne, hat er gleich angebaut. Okay, alles klar. Ja, ich bin wieder angekommen. Also überfahren kannst du sie nicht, das ist der Nachteil. Ja, du kannst halt schon gegenfahren, aber es passiert nichts, ne? Es passiert gar nichts. Es passiert gar nichts. So, Vehikelmann, was bist du eigentlich? Ach ne, das ist der Paintshop. Ist klar, alles, ne? Wenn ich irgendwann richtig coole Fahrzeuge habe, dann werden die alle rosa, ne? Wie immer. Ja. So. Bist du gerade mit dem Hunter hingefahren? Ja, ich bin gerade mit dem Hunter hinten. Ich versuche mir hier gerade eine Leiche zu suchen. Ah, hier kommen die richtig fetten Dinger. Hat mal einer 180.000 Respekt, damit man mal richtig krasse Scheiße kaufen kann? Alter, hört doch mal auf. Hier, das hatte doch dieser Olli Pocher, der hat doch dieses AFV4 Gorgon. Wie kann er sich das bitte kaufen? Wie geht das? Nur mit Autos verkaufen, das geht nicht. Ja, aber nee, das geht doch nicht. Man hat doch nicht so viel Respekt. Hey Alex, wenn ich ein Daisy Leben verliere, kann ich mich nur mit einem Bloodpack heilen. Ach so, das ist. Naja, warte mal. Hey Alex, wenn ich bei DayZ oder Daisy Leben verliere, kann ich mich nur mit einem Bloodpack heilen, ist die Frage. Ja. Also, nur mit einem Bloodpack? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Standalone, wenn es die Standalone ist, kann ich es ja nicht sagen. Nee, ich glaube, der Price Clutch spielt immer den Daisy Mod. Ja. Noch spielbar? Ja. Über Arma 2. Aber jetzt wurde die abgeschafft. Kannst du doch trotzdem noch spielen. Ja, aber dann nur noch komplett allein und keine Server mehr. Ohne Server hört auch auf. Ist ja schon lange nicht mehr existent. Wie redest du? Das stimmt aber nicht. Nee, das glaube ich aber auch nicht, was du da gerade erzählst, Agu. Oh. Red nicht so von unserem DayZ. Weil der Pennerson hat ja letztes Jahr noch das gespielt.
Das alte, ne? Über Arma 2 hier. Ich spiele über Arma 2 Mod. Ja. Schreibt er gerade. Argo, geh sterben, echt, mit so wenig Wissen. Ach, Argo. Einmal mit Profis arbeiten. Ach, Argo. Doch, es gibt noch Server, du Lügner, schreiben sie. Siehst du, Argo, das war's. Also, wenn ihr nette Mails an Argo schreiben wollt, dann macht das bitte an argumon@lügenpresse.com. Fake News. Fake News. Fake News. Ich bin tot. Er ist tot. Ja, ich habe einen Sniper da oben gefunden. Gar kein Problem, Argo. In 2, Alter, wem gehört denn die Basis? Wem gehört denn die Basis hier oben? Kann man das irgendwie sehen, wem eine Basis gehört? Wenn du reinfährst, könnte das sein, ja. Wo ist denn eine Basis? Wow, wow, wow. Warum explodiert hier was? Ich bin... Oh, oh, oh. Weil es Springfallen sind. Ich habe aber gar nichts gemacht. Bist du denn? Seht ihr nicht, dass es hier oben irgendwo brennt auf dem Berg? Bist du denn? Ich bin 2 Kilometer von euch entfernt. Woran kann ich sehen... Oben. Woodwall. Woran kann ich sehen, wem diese Basis gehört? Normalerweise, wenn du in die Nähe davon läufst, sollte ein Clan-Kürzel aufkreuzen oder sowas. Oder von dem Spieler der Name. Nebelspitze. Woodfloor, Woodwall. Unlock. Pin. 1, 1, 1, 1. Mach mal 0, 0, 0, 0. Also 4 mal 0. Wrong Pin. Oh, warte. Unlock. 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. Wong. Ne, das war Wong. Okay. Alex kommt, alles explodiert. Ja, so war das gerade, Price Clutch. Hast du doch gesehen, ich habe nichts gemacht. Ich würde nie sowas Unseriöses machen. Hat er wahrscheinlich nie im Liegen. Ja, und die sind aber irgendwie sowas von krass hochgegangen. So, noch 2 Kilometer. Das hat aber nicht funktioniert, ne? Ne, bei ihm ist ein Auto explodiert. In der Basis. Ja, aber es ist ja nicht meine Schuld, wenn der das so scheiße. Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Wenn ich was kann, dann ist das Autofahren. Ey, ohne Scheiß. Wer musste immer bei DayZ Autofahren? Icke. Wer musste immer fliegen? Icke. Immer. Und wer kommt am besten? Du. Icke. Nee, stimmt gar nicht. Ich hab uns auch... Weißt du, und das ist nämlich das Problem. Wenn du es dann nämlich mal verkackst, aber so voll mit 6 Leuten an Bord, ja? Dann sind alle böse auf dich. Alle böse auf dich. So, das heißt, du hängst da jedes Mal und so... Hoffentlich lande ich das Auto richtig. Was soll diese Scheiße? Ah. Das Auto richtig lande. Den Heli meine ich. Hoffentlich lande ich den Heli richtig. So, und alle da drinnen und... Ach, ich weiß noch, ey, richtig geil. Könnt ihr euch noch an diesen DayZ-Ding erinnern, wo ich mit diesem kleinen Moskito-Ding geflogen bin, oder wie das hieß? Und hinter mir Little dieser... Bird. Mit wie? Little Bird. Little Bird, der genau. Kleine, der kleine Heli. Und hinter mir waren Kriegshelis. So richtig üble Dinger, voll ausgerüstet. Und die haben mich... Du meinst den Einsitzer? Ja, mit dem Einsitzer. Wie hieß denn der? Moskito oder so. Ja, hieß das. Ja, das kann sein. Und ich wurde halt verfolgt von so einem richtig fetten Huey oder sowas, der halt voll ausgerüstet war mit allem Pipapo. Virus, ich bin wieder an unseren Fahrzeugen. Okay, komme gleich. Hab's noch. Der ist noch auf dem... Zwei Yankees, ungefähr. Hast du auch eine Sniper 500 Schuss. Night Vision? Ich nicht. Hä, hast du auf die Linien viel Visier drauf? Ja, aber nur das Kleine. Das zählt nur bis 300 Meter, sehe ich gerade. An der Ratte wahrscheinlich schon nicht frei. Was ist das? Das ACO oder was war das? Ja, ARCO oder so. So, das heißt also, wenn das 300 okay, sind, dann... zum Thema Bluten, dann kann immer noch bluten. Bin tot. Wenn du blutest, hast du einen Komplett... Oh, der war gut! Ich muss ungefähr... Ach, oh, scheiße, ich muss noch ein Stück so... Oh, das war gar nicht schlecht, was ich gerade hier versuche. Oh, immer dieses scheiß Fahrzeugsymbol, wenn ich schießen will. Ich muss nämlich so extrem hochhalten. Ah, ihr Fotzen. Oh,
Hab ich was getroffen? Ich hab was getroffen. Ja. 700. 45 Meter. Alte Scheiße. Das ist schon hart, oder? Oh, ich hab 2K schon Respekt. Ja. Aber das muss man aber auch echt mal den Respekt mir. Oh, bisschen tiefer. So. Nein, gerade nachladen. Oh, Scheiße. Ich mach's die ganze Zeit im Hocken, damit ich überhaupt was sehe. Das Gras ist viel zu hoch. Bei so einer Mission musst du halt echt mit einem Fahrzeug oder mit einem Heli drüber und dann alles wegknallen und den Respekt fahren. Wow. Oh, die schießen auf Virus Auto. Der Virus hätte das sicher nicht gewollt, dass ihr so mit seinem Auto umgeht. Aber ist mir scheißegal. Ah, da haben wir ein gescheites Visier. Endlich. Oh, fuck, was ist denn hier los? Ich kann das so schwer einschätzen, wie der hier schießt und diese Fuck-Scheiße, dass immer dieses Auto-Einsteigesymbol kommt, wenn ich gerade ranzoome. Das nervt. Och, leck mich doch am Arsch. Du musst in den Controls mal gucken, in der Steuerung. Nee, das kommt ja automatisch, weil ich ja ein Auto, also hinterm Auto mich verschanze. Ja, achso, du meinst das Symbol, ja. Fuck, Alter. Ich komme. Alex, kannst du mir mal irgendeine Koordinaten sagen, wo die sind? Ich war nie beim Bund, es tut mir leid. Guck auf die Karte. Du hast unten auf der in der Leiste auch Koordinaten stehen, deiner Position. 70-12. Was, 70-12? 70-12. Nordwest 311 steht hier irgendwas. Nee, da bist du. Aber ich will wissen, wo die Typen sind. Ja. Ich bin bei 70-12. Ja, und ich kann dir jetzt nicht so ganz genau sagen, wo die sind. Ach Mensch, Redguard. Du machst mich fertig. Die sind... Pi mal Daumen. Hier, was haben wir denn da? Oben 68, unten 11. 68, 11. 70-11, okay. 47-11, Kölnisch Wasser. Ich habe jetzt aber mit 4 Magazinen erst 3 Leute getroffen, ne? Weil das ist so scheiße schwer auf die Entfernung, damit die richtige, also wirklich. Ah, ihr seid doch alle Kacke. Warum bewegt ihr euch denn da unten? Jetzt muss ich mich aber auch mal beschweren, wie der Redguard. Habe ich die so besser gesehen? Oh, nö, Night Vision ist gar nicht so schlecht. Warum kriege ich kein Fahrzeug? Sollte im Händler. Doch, du kriegst doch einen Golf oder sowas. Das kann man sich doch leisten. Ja. Guck dir den Price Clutch an. Eiskalt spielt der jetzt CSGO. Bei mir ist es unten dann das Punch It Now. Ist bei mir ausgraut. Ich sehe nicht, wie. Oh, doch. Pin eingeben. Was? Du musst erstmal einen Pin eingeben. Genau. Du musst dem Fahrzeug einen Pin geben. Alter, das gibt's doch gar nicht. Okay, ich habe jetzt noch 4 Magazine. Ich versuche jetzt echt mal ein bisschen näher ranzukommen. Was ist denn jetzt los? Warum fährt denn der nicht? Dabei. Haben die mir die Karre zerschossen? Habe ich irgendwas übersehen? Ach, ich sitze nicht am Fahrersitz, ich raste aus. Okay, was ich jetzt mache, ist wahrscheinlich... Ja, ich bin immer noch da. Du, ich geb nicht auf. So, ich habe jetzt nur gerade mal die Distanz zwischen denen und mir ein bisschen verkürzt. Was wahrscheinlich eine total tolle Idee war. Da kommt noch ein Hunter. Bist du zu Fuß? Oder willst du mitfahren? Ich bin zu Fuß weiterlaufen. Nee. Also. Wo bist du denn? Wie rot? Ich bin bei denen oben. Wo? Oh, ihr!
Nicht bewegen, nicht bewegen. Oh mein Gott! Yes. Okay, das ist ungefähr die Distanz. Ich musste kurz und... Oh! Von wo wird denn da geschossen? Da. Oh, schießen auf mich hin, da. Zu Recht. Und wo haben die jetzt geschossen? Auf dich. Oh, Redguard, da, wo es knallt. Nein, ich habe die Löschbohrer von der anderen Seite gesehen, deswegen habe ich mich gewundert. Wie viele sind es denn noch? Könnt ihr mal auf die Karte gucken? Ich habe noch zwei Magazine. Was? 14. 13. 12. Nee. 12. 4 Meter ungefähr. 300, 400. Alter, manchmal musst du die echt zweimal treffen. Jetzt. Auf wie viel hast du gerancht? Ich kann nur auf 300, ist die Enfield. Achso. Okay, jetzt geht's aber ab. So langsam habe ich die Entfernung. Wie viel haben wir noch? Ich hab einen. Und was schießt du denn da, du kranke Sau? Ja, ich hab doch gesagt, ich habe viele MGs mitgebracht. Mit viel Schuss. Oh nein, ich liege! Oh, oh fuck. Ärgerlich. Ja. Oh nein, das ist tot. Jetzt hatte ich 1K... Da fliegen... Kohle. Ach, scheiß Schluck auf, aber das ist egal. Haben wir da noch Autos irgendwo? Nee, kannst vergessen. Okay, wo machst du? Wo? Sterry. Wenn ich in Berenzino runterkomme. Berenzino. Da muss es ja Fahrzeuge geben, oder? Da ist ja keiner von uns. Berenzino, oh, ist das laut. Ah ja, da hinten sehe ich was. Alle auf den Feldern. Aber die sag... Auf den Feldern stehen. Aber sag nochmal, das ist unmöglich, Argo. Wir schaffen es selbst mit unseren Gammelwaffen. Ja, schmeckt. Ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen hart, aber... Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen viele Leben, aber... Ja, gut. Ich meine, das ist doch jetzt... Man wird es mal wieder hell. Ja, das nervt, ne? Ist echt lange dunkel schon. Ich glaube, es ist Echtzeit eingestellt. Nein. Kannst die Server ja nach Echtzeit einstellen. Das hat er doch mal. Halt. Ja. Nachdem das Lee Enfield, nachdem ich mich eingeschossen hatte, war es okay. Verreckt, ihr Schweine! Wie redest du denn mit deiner Mutter? Ja, mit dem erwischt die gut, ey. Mit was erwischst du die gut? Stray Fire oder wie die heißt, keine Ahnung. Mit MG. War ich jetzt hier richtig? Ist das der? Ja. So, und wir sagen gute Nacht, Michi Feige und hallo, Dark Seders. Mach mal Licht an hier, es ist ja echt... Warum geht das Licht nicht? Ah, jetzt. Das ist ja echt zum Kotzen teilweise, wie lange man hier hin und her fahren muss, um das alles wieder zu organisieren, aber... Das sind ja echt die einzigen NPCs, die wir wegknallen können, ne, bei solchen Missions. Es gibt jetzt nicht... Hm? Warte. Leben jetzt noch. Drei Stück habe ich erwischt, oder? Drei Stück? Drei Stück leben noch. Das heißt, wir haben die große 30er-Mission, haben wir dann so gut wie durch. Sagt nochmal, Argo, das ist unmöglich. Naja, ja. Aber bis jetzt hast du es noch nicht komplett kaputt gemacht. Die sind also, bei uns direkt gespawnt gestern. Siehst du die irgendwie noch? Ja, ich sehe keinen mehr.
Mehr im Wald oder wird er immer noch auf dem Feld? Im Wald. Okay. Im Wald. Ich sehe das, ich weiß noch nicht, was ich so ganz von Exile halten soll, aber es ist unser eigener Server, also warum sollte ich mich dann davor wehren? Ja, da rennt sie. Ja, und da ist der ist noch ein zweiter. Das war's. Nein, er fährt noch. Es ist cool, der Impuls-Server, also von daher schließe ich mich nicht davor, sondern verrecke. Verrecken tue ich eine ganze, also ordentlich, ja. Nee, was wollte ich denn jetzt sagen, du Pisser? Halt's Maul, Hilly. ich verschließe mich nicht davor, das wollte ich sagen, sondern bin frohen Mutes, irgendwas zu finden, was so ähnlich ist wie Löwenherz früher. Und von der Performance teilweise genauso. Redguard hat zwei. Dann müsste es ja noch einer sein, oder? Ja, da steht er noch. Bewegt sich manchmal die Sau. Oh, komm, das muss doch voll drei vergessen sein. Aber ich weiß noch nicht so ganz, Daxedas, was ich hier eigentlich soll. Was will dieses Spiel eigentlich von mir? Oh, ich brauch mal Kohl. So, dann müsste es ja jetzt fertig sein, oder nicht? Nö, einer steht noch da, irgendwie. Einer. Kann es sein, dass wenn ich sterbe, meine Kohle in die Locker geht? Nein, meine Kohle ist dann immer in der Leiche. Aber hier ist irgendwie mehr Geld. Ah ne, keine 25.000. 2.500 nee, will ich haben. Lebt er nicht mehr im Baumus. You were a kicker. Ach komm. Hä? Water Sub, Water Tank. Ich bin der Spielfehler. Player David Kick. Was? Du wurdest getrennt? Was hast du denn gemacht? Wegen deinem Fehler eines Wassertanks. Ja, richtig so. Es gibt auch einfach Sachen, die gehören sich so. Und dazu gehört es, den Virus einfach zu kicken. Ohne Grund. Wegen deinem Wassertank. Da oben ist nicht mal annähernd ein Wassertank. So, also fangen wir nochmal an hier bei dir, Schwanzloh. Ich brauche wieder die Scopes. Die darf ich noch nicht. Oh, was? Sniper Rifle. Lee Enfield. Danke sehr. Was kostet die mich eigentlich? Die kostet nur 125 ist ja nichts. So, und dann will ich noch ein Visier. Ups, da wollte ich gar nicht drauf. Scopes. Habt ihr einen Heli? Und dann brauche ich noch Munition. Warum will der... Das war der Typ gewesen, ich sehe den irgendwie nicht mehr. Ja. Der war halt im Baum drin liegen. Ist ja alles dunkel. Ist die Mission nicht schon fertig? Einer lebt noch. Nein. Wenn du jetzt kommst, dann musst du drauflaufen. Hm? Sie vergraben. Dann musst du hinter zu den Kisten laufen. Wo hat der denn jetzt schon wieder meine Magazine? Ich bin immer so drauf. Ja, genau dort waren die Typen, Hilly, wo du jetzt hinrennst. Ja. Laut Karte ist keiner mehr da. Nö. Nö. Lauf Richtung Kiste, oben links müsste eine Meldung kommen und rauf. Nee. Nee, eine Meldung kam ja noch gar nicht. Ja, das ist das Ding. Das heißt, da werden gleich welche kommen. Und dann? Ja, dann knallen sie euch direkt weg wahrscheinlich, wenn ihr keine Deckung habt. Ja, das ist ja das, was der Helima echt gerne wieder möchte. Schön weggeknallt werden. Ey, wie schnell fährt ein Kart über Boden? Ein was? Ein Fahrrad? Nee, ein Kart. Ein Kart. Achso, ein Kart. Was? Da kommt ein Fremder. Das bin ich. Ich bin auch wieder gespawnt. Achso, du bist bloß ein Fremder. Ja, der ist noch nicht in der Family, deswegen. Schießen weg den Fremden. Könnt ihr ihn einladen? Okay, laden ihn in die Family ein. Also, ich kann ja nicht. In der Kiste ist nichts drin. Ja, weil die Mission noch nicht geklärt ist. Normalerweise. So, ich komm zurück, ihr Schwanzlos.
Null Units remaining. Dann ist die Mission wahrscheinlich verbuggt und ja, das ist das Problem dann. Hör auf! Deswegen spawnen immer wieder neue Gegner. Ich sehe ja nichts, wo sich irgendwas bewegt. Ja, ja, doch, da schießt doch einer. Ja, ich. Achso. Ihr Pussys. Nee, doch schießt der eh noch. Da schießt einer! Da schießt einer! Ich hab gar nicht rüber gemacht! Ich wollte gestern diesen Film über die Grenze gucken, den mit Tom Hanks. Wie heißt der? Bridge. Irgendwas bei Bridge, bla bla bla. Wo Tom Hanks einen russischen Agenten hat und die sollen den austauschen gegen einen amerikanischen Agenten. Irgendwie basierend auf wahren Begebenheiten. Mission ist clear. Ja. Jetzt ist die Mission clear. Siehst du, und da steht, das ist incoming. Und hier ist es. Hier ist das ganze Zeug drin. Alles voll. So. Was stand da gerade von wegen Mission incoming? Supply incoming stand da. Achso, ja, das ist was anderes. Ah, das ist alles. Wir kommen. Das war jetzt die größte Mission auf dem Server. Na toll. Weißt du, da habe ich so viele Leute getötet und wir kriegen. Weißt du, Virus, wir beide kriegen wieder nichts ab, ne? Wir kriegen nichts ab. Virus ist hier. Na toll. Ich fahr schon 100. Ich fahr hier auch 200 Sachen durch den Wald. Die Kisten sind alle voll. Oh, ich muss niesen. Oh, ich werde sterben. Jede einzelne Kiste ist voll mit irgendeiner Scheiße. Was machen wir nun? Was sammeln wir? Alles mit. Na, wir wollen ja auch irgendwann mal eine Base bauen, oder? Ja. Wow! Na, mit 100 durch den Wald, das kann der Vendetta. Oh, Edgar, guck mal. 30 Bandage drin, ne? Wenn's vorne kratzt und hinten beißt. Kratz. Oh, wie komme ich denn da am besten hoch? Ohne, dass ich so viel Stress mit dem Wald habe. Ich werde Stress mit dem Wald haben. Also, nichts wie durch den Wald. Eventuell auch Visiere drin? Nein, ne? Nee. Toolbox. Ist jetzt in jeder von diesen Kisten was? Ja. Ja, in jeder Kiste ist was drin. Oh, das ist nice. Nice. Ich auch, dann lad doch die Autos. Autos haben wir, ja. Leutnant, schnell die Autos voll. Ich hab einen Helikopter gefunden. Wir haben ja noch keine Base. Naja, das bringt doch gar nichts. Obwohl, was ist mit unserem Tresor und dem ganzen, ja, den Safe da in dieser Base, die uns nicht gehört? Das ist ja keine existente Base. Nee, ja, wir haben ja noch keine richtige Base, wir sind ja noch dabei. Nein, ich hab das Base-Kit, hab ich in den Tresor rein. Okay. Also können wir jederzeit eine Base bauen. Wir müssen halt immer nur Geld investieren, um die größer zu machen. Es wird echt mal Zeit, dass es hell wird, ne? Es nervt mich. Hallöchen. Nö, hallo. Hallöchen. Ah, hier ist ja mein Fahrzeug. Wen haben wir denn da? Oh, Rundgard! Oh, beinahe hätte ich die umgefahren. Scheiße. Unabsichtlich. Aber hast du gesehen, wie ich die Kiste weggefahren habe? Ey, hörst mal auf, du Schwanz. Schießt der hier einfach auf meinen Scheiß. Ach, fick dich. Virus, muss das sein? Ja, Virus, muss das sein? Dumme Sau. Ich habe mir gerade nur die Base-Building-Sachen ein. Ich auch. Sandbags. Oh. Ja. Ich weiß gar nicht, auf wen ich schießen soll. Ihr Wichser. Oh. Du, kannst du mal... kennst du mal... Alter! Du hast mich echt verletzt. Wer war das gerade? Virus war full life. Wer war das? Ich hab zwar auf dich geschossen, aber du hast noch volles Leben. Nein, nein. Aha, also so, was mit diesen ganzen... Ich hab auf die Kiste vor euch geschossen. Geil, goldene Karte, ich meine. Militärrucksack grün. Ist da ernsthaft eine goldene AK drin? Ja. Du lügst doch. Da sind nur Rucksäcke drin. Ach du Schwuchtel.
Du Virusfreund. Du Virusfreund, du. Halt dein Maul. Immer dem Virus helfen. Ja, ja. Warum kann ich Sandbags und sowas nicht einpacken? Ach doch, kann ich einpacken. Oh, das arme Trinchen. Oh, ganz schön krank ist das Trinchen, ne? Redguard, was hast du wieder mit Trinchen gemacht? Ja. Geschlagen. Schon wieder. Sie hat ja gesagt, dass sie bald zu ihrer Mutti zurückgeht, wenn das so weitergeht. Du sollst dich jetzt endlich mal benehmen. Hat dir schon dreimal angerufen. Habe ich gesagt, ruf hier nicht an. Ich hab dir von vornherein gesagt, nimm kein Ossi. Zack, selbst schuld. Warum geht denn das hier so scheiße mit dem Einpacken? Hier hat man ja nirgendwo Platz. Mach das ganz einfach. Waffen, die in deinen Rucksack reinpacken, mach die in den Rucksack, leg den Rucksack ins Fahrzeug. Und dann? Hast du die ganzen Waffen im Rucksack im Fahrzeug. Ja, und dann? Und dann? Nimmst du den neuen Rucksack? Da sind etliche Rucksäcke drin. Das Auto ist voll. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann und dann und dann. Und dann? Und dann? Genau dann. Nee, so mach ich das nicht. Ich mach das hier schön einzeln. Ich hau das alles hier schön rein. Ins Auto. 62. So. Wir müssen aufpassen. Der Daxedas ist auf dem Server. Und der ist uns nicht freundlich gesinnt. Wo fahren wir jetzt hin mit dem Zeug? Ja. In unsere Base. Raider? In unsere Base? Nee, wir bauen jetzt endlich mal eine Base, oder? Ja, wo denn? Dann müssen wir in unsere alte Base. Oder in unsere Übergangsbase. Ja, erstmal den Safe holen und alles, ne? Ja, ja. Und das halt auch nicht auslagern. Und wir sollten uns eventuell ein großes Auto noch holen dafür. Ein großes Auto! Ohne Wogen. Ja. Lada Niva? Ich hab hier den Dings, hier den Truck gekauft für 15.000. Da passt ordentlich was rein. Ist mal ja, ohne Scheiß. Wenn du hier gleich reinguckst, was hier nicht alles drin ist. Mein Gott, ist hier was drin. So, wo geht's jetzt hin? Ja, guck dir den Dings an. Hin geht's zu... Ich würde sagen, Ahnung. Glen Trader, um da dann ein großes Fahrzeug zu holen. Glen Trader? Ja, nach rechts Glen. Trader von Glen. Glen. Ja. Das ist Spoiler-Alarm! Und zu unserem Safe. Ey, Assi! So, jetzt mein Enfield wieder mitnehmen. So, Zacki, hier ist alles fertig. Jo. Wer hat denn hier meine scheiß Tür abgefahren? Habt ihr jetzt schon alles aus dem anderen rausgenommen? Nee, das ist ja so gut wie alles. Eine Kiste steht noch komplett rum. Nö, hab ich noch genug Rekord. Da kennst du noch einmal vor. So, welche von... Da drüben eine Kiste ist noch voll, oder was? Ja. Da sind noch überall Waffen drin und weiter hinten ist noch eine. Ja. Na, ich hab doch Platz. Wo die ganzen NPCs standen. Ja, ich hab Platz. Oh, gar kein Problem. Oh, scheiß die Wand an, sind das viele Waffen. Oh Gott. Was denn? Was ist jetzt passiert? Billy, die Autos sind alle voll, ne? Was will ich denn mit dem Schrott? Erstens haben wir damit Waffen und zweitens können wir das auch alles verkaufen. Oh, wir können alles verkaufen, ja. Alles können wir verkaufen. Das ist alles Geld. Alles Geld ist das. Teures Geld. Teures Geld. Alles. Na, ich verkaufe nachher alles, was in meinem Inventar ist. Da guckt der aber blöd. Alles auf den Schrotthändler. Alex, du musst noch was im Shop ändern. Ich muss gar nichts ändern. Das sind Infos, die wir weitergeben können an den Benson. Benson heißt er. Benson. Und der ändert das dann. Das muss am Shop geändert werden. Ja, weiß ich auch nicht. Hör doch mal auf zu duden. Nee.
Ich mach mal den Streamer, damit ich mitlesen kann. Na, da steht, du musst im Shop was ändern. Oh, hör doch mal auf, ich krieg doch hier totale Flachse. Oh, mir wird doch total blöd im Kopf, du. Noch einmal, du. Jetzt hast kein Licht mehr. Ihr fahrt doch schon mal vor, ich bin doch noch am Einpacken. Was ist denn euer scheiß Problem? Oh, ich krieg hier einen epileptischen. Oh, ihr geht mir so auf den Sack. Oh, ich will, dass ihr... Geht einfach sterben, okay? Geht einfach sterben. Nö, Redgar, du Schimmel. Nö, schnell die guten Sachen nach Hause bringen. Wo müssen wir noch? Nach Kelm, oder? Noch falschen Hasen. Ja. Kim. Oh. Aber ist ja blöde im Kopf. Hier werden alle. Oh, ich steig schon wieder ein. Ihr macht mich fertig mit eurem Sound. Könnt ihr nicht einfach mal abhauen? Ich war ein David hinterher. David! 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 David, wo bist du? Scheiße, was war denn jetzt mein Rucksack? Der eigentlich, ne? Das ist scheißegal. Das war mein Rucksack. Überall sind Rucksäcke, die voll sind in den Autos. Ich suche Rucksäcke. Ich will meinen Rucksack. Ja, will ich. Will ich. Was ist euer scheiß Problem? Ich hab hier einen großen Rucksack. Großer Rucksack ist größte. Ah, größte Rucksack ist der größte. Ist total. Ist ja, ist halt großer Rucksack. Leuchtet mir ein wenig ein. Nicht sein, kann mir auch kurz auch gehen. Fahr du mal geschwind. Was? Ein UFO. Ich soll fahren. Ja. Im Fahrersitz. Wie klar. So. Und jetzt auch noch eine Kiste. Die nicht gelootet wurde. Bestimmt. Gibt's ja auch eine Möglichkeit, mein ganzes Inventar zu durchsuchen vom Fahrzeug, was zu meiner Waffe passt? Nee, ne? Muss ich selber suchen. Habe ich hier noch ein tolles Visier? Nee, habe ich nicht. Fahre ich erstmal damit los. So, fahren wir jetzt zu der Base, oder was? Ja. Wo war das Glenn, ne? Beziehungsweise erstmal zum Händler ein großes Auto holen. Sir Restart in 15 Minuten. Sir Restart. Oh. Fahr ich gleich nach Glenn. War das direkt in Glenn? Ja. Okay. Glenn ist der Händler. Ja, und von da aus hatten wir nicht mehr weit bis zu unserer Base. Nein. Okay, Vollgas. Aber es wird sich ja noch ändern. Die Rucksackladung und die Sprengladung sind zu billig. Ja, ich weiß nicht, wie viele Respekte man braucht. Schreibt gerade Daxedas, das sind schnell zusammen beim Spielerkillen. PvP ist die Frage, wie viel du dafür bekommst. Du verlierst nämlich Respekt, wenn du jemanden tötest. Du verlierst Respekt. Das Hero und Bandit System, wie bei Arma 2. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, ich bin einfach mal bei euch. Ich sag, ja, läuft. Nee, oh. Es gab so ein Plus-Respekt und Minus-Respekt. Ja. Was halt dieses Hero. So eine Art Yin und Yang-System. Bei Arma 2. Ja, Yin und Yang-System, ja. Und dann? Gut und böse. Ja, und aber wen darfst jetzt du denn dann im PvP? Kannst du bei den Händlern nichts kaufen. Ja, aber wen darfst du denn im PvP dann töten? Das ist die Frage. Entweder zählt das als Family und Gruppe, dass du dadurch ein Minus bekommst, oder halt einfach, wenn du nicht in der Family und Gruppe bist, dass du dadurch halt Plus bekommst. Wir können es ja mal testen. Wenn wir den Dark Seders sehen, dann können wir ihm einfach mal einen freundschaftlich gemeinten Kopfstoß verteilen oder schenken. Und dann kann er uns mal sagen, wie es aussieht mit seinem Fame. Wenn dann steht, du bekommst Plus, dann weißt du es. Das heißt ja, dass man wirklich alles töten darf. Jo. Aber das heißt ja, dass Löwenherz früher wirklich eine Mischung aus DayZ und Exile war. Ja, war ja damals mit Events. Ich kenne diese ganzen Unterschiede nicht. Dafür bin ich zu blöd. Ich bin ganz ehrlich. Ich kann das nicht unterscheiden. Oh, Epoch-Server, Exile. Ja, ich weiß, was DayZ ist. Ende. So, da kriege ich heute noch Häme, weil damals, als Halunke und ich die Beta gespielt haben, hat noch keiner darüber geredet. Und für uns war es DayZ. Weißt du? Wegen Zeds, halt die Zombies. Ja. So. Und wegen Pulp Fiction. Zed is dead, baby. Zed is dead. Aber,
Weißt du, kriege ich heute noch Häme, weil ich nicht DayZ gesagt habe. Ja, das war in der Beta 04 oder irgendwas. Die sollen den Maul halten. Schaffen wir das. Weißer. Bei mir liegt gerade alles komplett. Naja, also es sind auch ein paar wenig FPS. Ich frage mich, wie es gleich nach dem Server-Restart ist. Ja, gerade hier bei der Fahrt, durch diese Position hier, sobald ich in den Wald reinfahre, droppt mein FPS komplett runter. Nee, ich habe 50, 60, das ist immer ganz okay, aber du hast doch gestern was von 500 erzählt. Ja, das war falsch geguckt, aber trotzdem, normalerweise habe ich ganze Zeit 60 FPS. Jetzt hier, wenn ich hier an der Stelle fahre, ganze Zeit verliere ich FPS. Das war ganze Zeit nicht so gewesen. Okay. Aber nochmal zu dem Thema Epoch und Exile und so. Ich weiß, ich kenne die Unterschiede nicht. Ich weiß nicht, wo da die Unterschiede sind. Na gut, Epoch, Exile ist im Endeffekt genau dasselbe. Aha. Oh, wer geht denn jetzt? Rundgard! Was ist mit Rundgard nicht in Ordnung? Das ist beleidigt. Warum? Weil die ganze Zeit auf uns ist. Nee, hör auf. Bestimmt. Hat das deine Einschätzung? Nein, das glaube ich nicht. Wenn ich bei denen in Dresden bin, rede ich nur so. Er ist ja gerade auf uns zugefahren von euch. Ich? Warum? Sollt. Wo seid ihr eigentlich, Alter? Ja, bei mir brauchst du nicht viel zu erwarten, bei mir leckt das halt einfach gerade komplett. Ich bin knallhart an euch vorbeigefahren, meine Karre sieht aus wie Scheiße, aber das ist egal. Ich hab's geschafft. Ich bin da. Kann ich auch einfach alles aus meinem Fahrzeug verkaufen? Gibt's das? Also hier ja, bei dem. Indem du auswählst nur Cargo und also das Inhalt vom Fahrzeug. Ja. Kannst du auch verkaufen. Okay, warte mal. Dann Händler. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Knarre, die ich jetzt gerade habe, ob ich die behalte. Die ist schön. Aber die kann bis 600 Meter. Wenn du zu dem schön. Händler gehst, hast du ja zwei Auswahlmöglichkeiten. Und dann nimmst du das erste. Zu dem Waste Dump Typen, meinst du? Ja. Okay, also die Recycle Goods. Ist, nur den Loot im Auto. Ja. Und das zweite ist halt das Fahrzeug. Plus den Loot. Aber ich könnte einfach auf Cargo, Geländewagen gehen und dann ist alles raus. So, dann will ich aber nochmal gucken, ja, ob wir davon nicht was brauchen. Das wäre ja blöd, weil da sind auch noch Base-Sachen drin. Ja, deswegen. Am besten hol dir erstmal so einen großen Ural oder so. Und dann kannst du die Sachen reintun. Ist die Frage, ob das alles safe wird, Mensch. Ja. Kannst ihn ja locken. Gibst dann den Pin ein, dann ist das Ding gelockt. Weil ich habe ja echt viele Sachen jetzt gerade um... Hier viermal Wood Door Kit, Wood Window Kit, Concrete Gate Kit, Screwdriver, Metal Poles, ja. Fortification. Meine Fresse, warum gibt's denn das nicht auf Deutsch? Militärrucksack ist Deutsch, alles andere nicht. Wie ich es hasse. Eine halbe Woodwall. Ja, zum Kotzen. Das ist zum Kötzen. Ich weiß nicht, was das ist. Handsäge kann ich noch, aber dann hört's auf. Laxe, das ist getrennt. Ja, jetzt ist eher die Frage, wie kriegen wir jetzt das Teil da raus? Also ich habe jetzt keinen Bock, hier alles wieder einzeln hin und her zu sortieren und diese ganzen Sachen für, diese ganzen Sachen zum Bauen. Nee. 8 Minuten. Ja, Gegenstände, alles. So, wo war denn das jetzt? Woodkit, das passt rein, das passt rein. Waterkanister, brauche ich sowas auch? Ein Kanister full of water, surprise, surprise. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ne? Das ist noch zum Bauen. Ja. Dann nehme ich das noch mit. Wo sind die Lockers? So, kann mal einer hier mit ans Fahrzeug kommen? Und nochmal was mitnehmen. Ich komme sofort. Also, ich noch mal ein dickes Fahrzeug jetzt. Ja, bei mir steckt da auch noch durch drin im Auto. Was war das hier nochmal? Da brauche ich 7,62er Muni. 7,62er Muni habe ich hier nicht. Das passt alles nicht. Metallstangen kann ich noch mitnehmen. Kaufen kann.
Handsäge. 762er, 100er geht nicht, okay. Blöd. Okay. Wir haben ja noch 7 Minuten, ist ja noch alles gut. Bin erstmal off ins Bett. Mhm. Bei mir leckt alles, war zu lange on. Alles klar, gut's Nächtle. Hm. Mhm. 4500. Robot Kit, Concrete Down, Dove Kit. Puh. Auch 4000 Kapazität bei dir drin. Mhm. Wo ist denn der Schrott? Wo ist ich... Oh, hübsches Ding. Also das Geld... Was in den Ural einladen, was man brauche. Achso, da hinten ist der Ural. Okay, wem gehört der? Macht Basebuilding-Sachen rein in den Ural. Okay, alles klar, alles klar. Ja, und zack, der Erste haut eine Bandage rein. Sehr gut. Ja, das aber... bin ich. Was will ich denn machen? Ich muss ja irgendwo umsetzen. Ja, nee, ist ja richtig. Ist ja richtig. Kann ich nichts transportieren? Ich weiß halt auch nicht so ganz, wie ich das hier alles machen soll. Ah, ich kann auch einfach so machen, die cool. Frage. Rechtsklick. Ja, einfach mit einem Rechtsklick drauf. Alle Sachen. Ich klicke genau auf dieselben Sachen wie du. Entschuldige. Alles gut. Basebuilding ist hier draußen. Hier drin, hier sind die Rucksäcke drin. Oh, wie. Ach, da unten steht wie voll. Okay. Okay. Auch noch. Boah, hier ist auch noch komplett alles voll, ne? Ah, ja, natürlich. Der ist zwar nicht von uns, aber egal. Doch, das ist doch ein Rekord sein. Ja? Ja, der ja, wo weggegangen ist und geholt hat. Ach so, wo er gegangen ist. Da viel drin. Du bist so. Kann man hier sich Medikits kaufen? Ich glaube, die mögen mich nicht. Ups. Bei dem einen Händler. Beim einen Händler? Ja, ich weiß aber nicht, wie der Händler heißt. Oben bei den anderen Händlern, wo die drei Händler stehen auf jeden Fall. So, ich vertick jetzt auch erstmal. Also da, wo du Waffen kaufen kannst, bei den Händlern nebendran. Okay. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich meinen Geländewagen mitverkaufe. Warum? Na, weil der Geländewagen hat 15.000 gekostet und ich würde für den Geländewagen jetzt nur 7.000. Ja, das macht ja keinen Sinn. So. Du hast außerdem 4.000 Kapazität, also du hast fast so viel wie der Ural. Ja, ja, der ist nicht schlecht, ne? Ich habe doch gesagt, da passt viel rein. Warum hört denn auch keiner auf mich? 4.500. Ja, süße. 4.000 ist schon gut. Ja. Versuche jetzt nochmal Muni zu kriegen. Könnt mir gerne ein bisschen Geld abdrücken, dass ich die Base größer bauen kann. Achso, dein ganzes Geld. Oh, weg ist er. Oh, kannst du mir hier. Nein, ich habe mein ganzes Geld noch nicht ausgegeben. Kannst du mir hier die Magazine kaufen, die 762? Dann gebe ich dir mal. Wer ist jetzt? Ja, dafür brauche ich leider mehr. Wie viel Respekt man braucht? Das sind die Grünen, dafür braucht man, na wenn ich jetzt 3.000 habe, irgendwas mit 4.000 noch was. Ja, dann kann ich sie holen, ich habe 6.000. Ey, das ist guck mal, ich habe relativ schnell, habe ich meine 3.000 Respekt gekriegt. Ja, ja. Das ist gar nicht so schlimm. Kann ich dir einfach hier so, wenn du hier stehst. Scheiße, warte mal, kann ich auf die Waffe hier gar kein Visier packen? Wollen die mich verarschen? Ich muss da hier ein Visier drauf packen können. Nee, schon. Nee, ich drücke auf All und finde nichts. Einen Rucksack hier rausholen. Jetzt soll schon langsam aber sicher Paper, ne? Ja. Ja, langsam aber sicher. Ich glaube, das war Quatsch, was ich gemacht habe. Mit der Waffe, die ich behalten habe. Was hast du gemacht? Ne, ich habe hier die, wie heißt sie? MK1 ja. EMR Schützengewehr. Und dafür hätte ich gerne halt auch ein Dings, eine Visierung.
So, soll ich dir Geld... Normalerweise Scopes und dann kannst du den Scope holen. Ja, geht aber nicht. Wenn ich da drauf gehe... Warte mal. Da sehe ich nur die... Hier liegt immer eins auf dem Boden. Nimm mal das, was... Ja, mache ich gerade. Jo, komisch, warum geht das? Und warum wurde mir eben... Okay, darf ich das behalten? Kann ich dir Geld irgendwie jetzt rüber traden? Virus noch, ich auf den Boden legen, aber brauchst du nicht. Wurde gekickt. Auf dem Boden? Das sind nur 200. Wie viel Magazine holst du mir denn? Kannst du mir so 10 Stück holen? Warte, welche waren das? 7,62mm 20 Schuss Magazine. Die sind grün, kosten 20. Das kann er doch. Ammunition. 7,62. 20 Schuss, 20 Schuss, die grünen. Ja, die Frage ist, welche grünen? 20 Schuss Magazine. Achso, nein, sind Eimer. Ja, ich hab die 6,5er geguckt. Ich glaube, dann ist das hier halbwegs brauchbar. Ja, hier lag Geld. Habe ich dir das gerade hingeschmissen gehabt? War das mein Geld? Das war mein Geld. War höchstwahrscheinlich dein Geld. Wenn der Ural kauft. Ja. Halt dir rein. Ich. Muss ich nicht doch zumachen? War noch ein Server. Normalerweise beim Server zu Start, beim Server Reset müsste es gehen. Und dann ist alles drin gespeichert. Oh oh. So, dann gehe ich jetzt auch schnell an meine Karre. Ach du, weißt du, Virus, man hört es sogar aus deinem Sound. Nee, das ist Fixi Hartmann war das. Ach, Fixi. Weißt du, Virus? So, schnell die Karre noch abschließen. So, zwei Beine dran. Ja, ich mach's auch sicherheitshalber mal. Lock. 30 Sekunden, lauf! Ihr speichert. Okay, müssen wir uns ausloggen? Und dann die Fahrzeuge alle schön verkaufen. Müssen wir uns ausloggen? Oder macht das dann gleich der Server von alleine? Man macht da eigentlich auch alleine. Aber okay. 10 Sekunden. Ja. Du musst 10 Sekunden warten, also von daher. Ja, stimmt. Dann passiert es gleich von alleine. Eins und Ende. Kommt dann einfach, Verbindung zum Server verloren und so. Server Restart steht da eine Stunde irgendwas. Server Restart sind. Ah, jetzt Verbindung schließen. Ja, meine lieben Freunde da draußen, ihr kleinen Kniften unter der Sonne. Damit endet auch der Livestream für heute. Einfach mal so ein bisschen. Arma 3 Exile. Wie gesagt, auf dem eigenen Server. Alle Infos sind unten drin. Anregungen, Änderungswünsche und so weiter. Bitte an den Benson. Unter Benson @ kann kein Server aufsetzen.de. ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis denn. Und ich ziehe mir jetzt erstmal wieder Nasenspray rein. Ciao, ciao. Ihr dürft auch gern tschüssen. Ihr dürft tschüssen. Tschüssen. Ihr dürft tschüssen. Tschüssen dürft ihr. Tschüssen.